Hallo! Wir sind plötzlich wissen, wir sind zurück aus der Sommerpause. Aber leider haben wir André verloren. Der ist noch in der Sommerpause. André ist noch in der Sommerpause hängen geblieben. Aber ist nicht so schlimm, weil Inga ist da, Dilhan ist da. Und ja. Ich glaube, so haben wir trotzdem einen guten Abend zusammen. Ja, und du bist auch da. Das ist auch total wichtig. Ja. Also, das ist nämlich Julia, für alle, die Julia noch nicht kennen. Hier sind nämlich Menschen online, die uns nicht kennen, die gezwungen worden sind zu gucken, glaube ich, von Julias Freund, der unseren Support der digitalen Welt macht, den André gerade nicht leisten kann. Ja, Julia, schaust du schon irgendein... Ja, genau, Marius rettet uns wieder den Arsch, das kennen wir schon. Ihr habt schon einige Folgen von uns gesehen, für die, die länger dabei sind. Und wir haben schon einige Widrigkeiten mit Marius durchgestanden.
schlechte Ton- und Bildqualität man sehen sollte. Bis jetzt schaut es, glaube ich, total gut aus. Und ich glaube, also der Ton müsst ihr euch beschweren, falls es irgendwie nicht gut ist. Aber gerade eben hat es gut geklungen. Es ist total toll, dass ihr alle da seid. Und Olaf ist da und Horsti ist da. Ja. Humpalaki ist da. Ja. Voll cool. Science Kai, Sophie Karl, Ice Wizards, Matutu Bago, DQ Night. Was ist denn DQ Night? Ich verstehe ja manchmal solche Internetsachen nicht und die Abkürzungen. Also, naja, egal. Vielleicht manchmal will man es auch nicht verstehen. Oh, aber nee, keine Ahnung, was TQ Night ist. Ja, egal. Wir haben Sachen vorbereitet, aber vielleicht sprechen wir erstmal, was wir, Frosty schreibt schon, wir haben legendäre 5 Bilder in der Sekunde Streams hinter uns, das stimmt. Wir haben im Sommer jetzt ganz tolle Bilder direkt von den Augen abgescreent, zumindest hat mein Gehirn das gemacht, das war alles sehr flüssig, solange ich keine Medien dazwischen geschaltet hatte. Und ich habe ganz viel Meere- und Ozeansachen mir persönlich angesehen und ich habe sogar Julia gesehen, live, in echt. Na? Die war nämlich in Hamburg. Und nach hat mich 2 Jahren nach, oder so, ne? Nach ja, 2 Jahren haben wir uns wieder gesehen in live. Stimmt. Du sahst aus wie immer. Du auch. Das war toll. Ja, das ist sehr gut. Ja, das es ging uns beiden gut. Wir waren schon leicht sonnengebräunt, ich zumindest. Ich kam nämlich aus St. Peter-Ording von einer Lesung. Ich fand, das ist die geilste Geschichte, wie diese, also Julia hat ja dieses Buch rausgebracht, dieses Wenn Haie leuchten Buch. Was ich übrigens auch an dieser Stelle immer noch für alle, die es noch nicht kennen, empfehlen kann, es liegt hinter mir im Bücherregal. Und ich habe es Gott sei Dank gelesen gehabt, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich selber eine Kinderbuchlesung in St. Peter-Ording gemacht habe. Und da passierte dann Folgendes. Ich lag am Strand und ich kriegte eine Nachricht von Julia mit einer Bitte. Magst du erzählen, was du gefragt hast? Oh, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das formuliert habe, Ega. Ich glaube, das weißt du besser. Ja, ich weiß auch nicht mehr die genaue Formulierung, aber es war sowas wie, sag mal, du kommst doch morgen zu meiner Lesung. Also erstmal habe ich natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall komme ich zur Lesung. Ich habe mir eine von 12 Karten gekauft. Ich habe bei dieser Buchhandlung, bei der wir waren, sogar witzigerweise einen Gutschein über Bücher gewonnen gehabt, eine Woche vorher, randommäßig. Das ist mir dann aufgefallen, als ich die Karte gekauft habe. Das heißt, ich habe so gedacht, geiles Match, ich gehe in diese Buchhandlung, ich kann mir für 50 Euro Bücher aussuchen und für weitere 12 gucke ich mir Julia an. Total gut angelegtes Geld, eine Top-Veranstaltung. Bin entspannt zu meiner eigenen Lesung von Eklige Untermieter gefahren, nach St. Peter-Ording an Strand. Und habe dann, nachdem ich die Lesung gemacht habe, eine Nachricht gekriegt. Und da hieß es, sag mal, du kommst doch zu der Lesung. Es gibt hier dieses Bahnchaos. Das Bahnchaos hat verhindert, dass eine sehr kompetente Moderatorin von Berlin nach Hamburg fahren konnte, um Julias Veranstaltung in der Buchhandlung zu moderieren. Und Julia ist aufgefallen, dass ich ja eh da sein werde, dass ich die Moderation übernehmen könnte, weil ich das Buch glücklicherweise kannte. Das ist echt... Ja, weil wir hatten ja schon quasi einen Lesungsstream gemacht zu zweit. Dementsprechend warst du doch perfekt vorbereitet. Ja, bis auf deine beruflichen Stationen. Da war ich sehr dankbar, dass du mir ausgeholfen hast. Aber ich fand das sehr cool. Es war nämlich meine erste Erwachsenenlesung, wo ich auf einem Podium gesessen habe. Und es ist ein komplett krasser Unterschied, ob man eine Kinderlesung selber macht, also als Autor, oder ob man total leger zu so einer Erwachsenenlesung, wo einem Wein an, es ist abends, man kann ausschlafen, man wird nett begrüßt, man wird eigentlich immer nett begrüßt, aber es ist so, was möchten Sie trinken? Hier vorne ist die Technik. Wir haben uns das so und so gedacht, würde das für Sie auch passen? Wohingegen, wenn du eine Schullesung machst, ist es so, die Kinder sind noch nicht da. Der Raum ist da oben, zweiter Stock, rechts. Sie sehen das schon, wenn die Tür wo die Tür ist. Können Sie da mal was machen? Brauchen Sie irgendwas für die Technik? So, ja, das und das. Ah, das hätten wir vorher wissen müssen. So,
Ja, das wussten Sie auch vorher. Ja, aber die Kollegin ist leider heute gerade nicht da, die das organisiert hat. So läuft das bei so einer Kinderlesung. In, sagen wir mal, 30% aller Fälle. Es gibt auch mehr, gibt auch viele gute Lesungen, aber ich habe extreme Chaos-Sachen schon erlebt. Waren immer spannende Sachen. Und dann bei so einer Erwachsenenlesung mit Weißwein. Geil. Wie war es Ja, denn für dich ich bin gespannt. eigentlich? Ah, ich fand die Lesung auch, weil ich überlege gerade. Die War, kann nee, man es war noch meine, ich wollte gerade gucken. sagen, es war meine erste Lesung mit Publikum, aber es war meine erste richtige Lesung mit Publikum. War es tatsächlich. Hattest du aber, warst du nicht vorher schon in Köln, da in der Stadtbibliothek in Köln, oder war das ein Ja, Vortrag? das war ein Vortrag. Und ich war auch in Ah, München und es war okay. aber auch ein Vortrag. Und das in Hamburg war die erste richtige Lesung, so mit aus dem Buch vorlesen und so. Das war mit Ah, Publikum das erste okay. Mal. Ja, ich fand Also es super nice. Und ich fand auch richtig cool, dass du das moderiert hast. Das war doch einfach total entspannt. Und die Leute waren ja auch voll nett und hatten gute Fragen und so. Und das war irgendwie eine voll. super angenehme Atmosphäre, so Wohnzimmeratmosphäre, fand ich richtig gut. Ja, total. Das war wirklich sehr, sehr nett. Ich packe euch mal den Link dazu, falls ihr mehr über Julias Buch wissen wollt. Es gibt da, die haben das sehr professionell gemacht. Die hatten keine Tonübertragungsprobleme, wie wir sonst manchmal. Doch, Und manchmal, weil mir das Mikro umgekippt ja. ist, also weil das da so dran hing und das ist so reingekippt und dann. Ja, gut. Das war aber auch mit Ansage bei der Art von Mikro. Stimmt. Aber Inga, ich habe im November mache ich auch in der Schule was, also eine Lesung, Vortrag. Ich bin sehr gespannt. Für fünfte bis siebte Klasse. Ich bin sehr gespannt. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich spreche mal eine Empfehlung aus. Man sollte auf jeden Fall irgendwas mitbringen, sodass man unabhängig ist von dem Medium Beamer und Computer. Weil, Okay. oder man schafft sich selber einen Beamer an. Das habe ich auch. Okay. Und als Leinwand, falls das nicht möglich ist, Gaffertape und ein weißes Tischtuch funktioniert über jeder altmodischen Tafel. Und was ich sonst mache, ich habe mir meine Buchseiten, die ich den Kindern in groß zeigen möchte, ganz neu, total topmodern, einfach auf Plane gezogen oder auf Stoffbahnen gedruckt, sodass ich das denen zeigen kann. Und das klebe ich dann schön irgendwo an, weil es passiert öfter mal, dass die Technik nicht funktioniert. Alles klar, Man ich sollte bin darauf gespannt. vorbereitet sein. Ich bin gespannt. Es wird bestimmt geil. Und wo bist du da? Bist du in Bremen oder? Nee, in Usolt-Scharmbeck. Also das ist Niedersachsen, aber so an der Grenze zu Bremen. Genau, ich bin gespannt. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Schulgebäude betreten habe. Also das ist ganz schön lange her. Ist auch nicht das, was du gerne magst, oder? Ist nicht so deine Top-Umgebung, Nee, ist nicht. oder? Ist nicht so meine Top-Umgebung. Nee. Wer hat dich denn da breitgeschlagen? Wie ging das? Wie haben die es geschafft? Ach, man kann das ja auch einmal machen. Ne? Schule ist ja für eine gute Sache. Dass die Kinder auch mal was Schönes erleben können. In der Schule. Oh, Rob ist wieder da und fragt, worum es geht. Es geht wie immer um Meere und Ozeane. Und wir sprechen gerade über Lesungen zu Julias Buch Wenn Haie leuchten. Und das Video, was du siehst im Chat, das habe ich gerade gepostet, weil das die Lesung ist, die ich dann spontan moderieren durfte, die Julia im Sommer in Hamburg gemacht hat. Der Dugong war auch anwesend, auf den Wunsch Stimmt. einer einsamen Kollegin. Ja. Konnten wir ein bisschen kuscheln? Ja, das hat ihn auch sehr gefreut. Ja, haben wir sonst noch irgendwas? Ah, ich hatte gedacht, ich mache Meeresnews diesmal und habe mein Thema verworfen, die Orcas. Ihr erinnert euch Stimmt. ja an Orcas, ne? Das wollte ich kurz erzählen. Ich war im Sommer jetzt, also gerade, was heißt im Sommer? Ich war gerade die letzten Gerade. 10 Tage, ja, genau, es war nicht, es fühlte sich an wie Sommer, weil ich war in Portugal und zwar natürlich an der Küste in Porto und in Lissabon. In Lissabon sind meine portugiesischen Freunde begeistert, weil sie jetzt abends immer Delfinbeobachtungen machen können. Und ich lese immer parallel den Chat und dann kommt Horsi mit irgendwelchen fiesen Themen um die Ecke. Ne? Sport in der 0. Stunde, richtig fies. Ja, Ey, Lese, Kinder also lesen sind auch. Also Sport in der allein. Neunten, was ist das denn? Also ich meine, das ist.
Wer hat die nullte Stunde? Gibt es auch die minus ein Stunde? Also wie weit vorgerückt wollen die immer anfangen? Ich verstehe dieses Konzept Schule nicht, ja, mit der Uhrzeit. Aber vor allem Sport um 7 Uhr morgens geht's noch. Also. Ja, kotzt man direkt das Frühstück wieder aus. Oder so. Naja, egal. Und in Pott, genau. Es gibt im Tejo, das ist der Fluss, der an Lissabon vorbeifließt, schon immer Delfine. Momentan vermehrt werden die gesichtet, vielleicht weil es ruhig ist. Was aber auch an der Mündung des Tejos passierte, sind die seit 2020 stattfindenden Orca-Probleme. Es gibt eine Gruppe von Orcas, die Segelboote angreift. Die Problem-Orcas. Es sind Problem-Orcas. Es sind die New Kids from the Block, sozusagen. Ja, können sie froh sein, dass sie nicht in Bayern rumschwimmen. Dann wären sie sofort erschossen, wenn sie Braunbären wären. Ja, da wäre auch ein einzelner Braunbär bereits abgeknallt. Also ein Einzelorca. Das sind aber mehrere Orcas. Und Wissenschaftler rätseln, warum die diese Schiffe angreifen. Es gibt mehrere Theorien, natürlich. Ich habe mir das durchgelesen. Ich dachte so, das ist total die super Aktion zum Teilen und vielleicht gibt es da geile Erkenntnisse, denn es gibt ein Paper, das heißt auf Englisch, warum rammen Orcas Boote? Das ist vorletzte Woche rausgekommen. Ich dachte, das ist doch meine Frage. Ich habe das mitbekommen, dass da vor Kaschkaisch die Orcas wieder aktiv waren. Dachte, ich bin vor Ort, ich kann das irgendwie bearbeiten. Ja, habe das Paper gefunden. An das Paper war nicht ranzukommen. Ist in Nature Science oder so erschienen. Nee, New Scientist. Oh, whatever. Also irgendwo. Und es war nicht ranzukommen. Ich habe alle meine Kontakte spielen lassen. Und dann kam Julia auf die brillante Idee, schreib doch einfach den Autor an. Das habe ich auf Twitter gemacht. Eine nette Frau, eine Wissenschaftsjournalistin, die hat mir dann ein Foto gemacht, weil sie das Dokument auch nicht kriegt. Aber sie hat die Zeitschrift und hat dann ein Foto davon gemacht. Und basically steht da drin, wir wissen es nicht. Also das weiß immer noch keiner. Es, die Theorien gehen da davon aus, dass die Orcas die Boote rammen, weil zum einen hatten wir eine lange Ruhephase jetzt, dank Corona und weniger Schiffsverkehr. Und jetzt ist es wieder laut. Und dann haben die natürlich Futter, also Nahrungsgrundprobleme mit Fischerei und ihr Lieblingsthunfisch wird weggefischt. Ja, und dann kann da noch alles Mögliche reinspielen. Aber man weiß einfach nicht, woran es liegt. Deswegen habe ich das Thema dann verworfen. Die weitere Bearbeitung, weil niemand was Genaues weiß. Und das Paper, was mich darauf verleitet, eine Antwort zu finden, sagt, gibt's keine Antwort drauf. Toll. Das ist Wissenschaft, Inga. Ja, ich weiß. Ich will aber trotzdem jetzt eine Antwort. Ja, aber vor allem, das ist ja auch ganz neu. Das hat ja letztes Jahr zum ersten Mal angefangen. Dass sie da nicht sofort eine Antwort drauf haben, ist klar. Ja, ich dachte jetzt, wo die alles Mögliche gesichtet hat, dieses Paper hat mir Hoffnung gemacht. Wegen dieses Titels. Ja, Clickbait. Aber genau, es war Clickbait. Das wird so viel Clickbait, wie wir am Freitag machen mit unserem Vortrag beim Bioökonomieforum. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich über den Titel nachdenke. Ich finde den Titel auch sehr witzig. Wissenschaftskommunikation. Uninteressierte Laien hassen diesen Trick. Ja, es wird gut. Wir sind gespannt. Ja. Wir arbeiten daran morgen weiter. Ja, wir können auch mal, was ich diesen Sommer gemacht habe, reden wir doch mal, Inga, was du auch gemacht hast, aber ich weiß, bei dir hat das alles nicht so geklappt. Wir hatten da beim letzten Stream sogar schon so ein bisschen drüber geredet, und zwar ging es um ein Citizen Science Projekt, bei dem wir uns alle drei angemeldet hatten. Geil, und ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Survival hieß es. Survival, also ein Wortspiel aus Science und Survival. Und da konnte man sich anmelden und man wusste dann gar nicht, was. Jetzt lese ich gerade in den Chat, sorry. Ja. Achso. Wenn die Überschrift eine Frage ist, muss die Frage doch nein sein. Ja, in der Regel ist das exakt der Fall. Ja. Es gibt auch so lustige Leute, die so bei Twitter oder so diese komischen Clickbait-Artikel nehmen und dann die Antwort
gleich so reinschreiben. Ja, genau, das Citizen Science Projekt. Wir haben uns da alle angemeldet und man wusste nicht, worum es eigentlich geht. Man hat sich da angemeldet und man wusste, man kriegt irgendwie Algen. Jetzt sind die Algen da und ich komme nicht ran. Ich hole sie gleich. Das habe ich vergessen, mir hinzustellen. Dankeschön. Du hast sie immer mein noch. Assistent. Oh mein ja. Assistent. From Magic. Ja. Ja, das, ich muss sie mal schütteln. Das sind die Algen, die eigentlich keine Algen sind, sondern Cyanobakterien. Spirulina. Wir hatten die auch, genau, wir hatten die schon das letzte Mal im Chat gezeigt, stimmt, wo rauskam, wir haben sie mikroskopiert, man hat nicht wirklich was gesehen und dann kam raus, dass andere die Algen gar nicht hatten. Ich erinnere mich. Das war genau. Unser Algenfail. Das war das Algenfail. Genau, also man hat ein Paket bekommen mit, genau, mit hier so ein Gläschen, da waren die Algen drin, die hat man dann in so einen Erlenmeyer-Kolben reingemacht mit Wasser und Futter. Das Futter ist hier so weißes Pulver. Auf jeden Fall, man hatte, also ich habe es jetzt hier im Schuhkarton drin, aber man hatte eben so ein Päckchen und das war voll mit lauter Umschlägen, wo Nummern drauf standen und so, die man nicht aufmachen durfte. Und dann hieß es, wir müssen auf Anweisungen warten. Und es gab auch so eine kleine extra eine Website mit einem Forum und so. Und es hieß, wir müssen jetzt also erstmal die Algen in das Glas tun, füttern und die müssen jetzt erstmal wachsen und wir müssen auf Anweisungen warten. Und irgendwo stand da auch, dass man eine Mail bekommt, wenn was passiert. Also habe ich ab und zu in dieses Forum geguckt, nichts passiert, weil die Algen müssen ja wachsen und dachte, ja, ich kriege ja eine Mail. Aber ich habe halt nie eine Mail bekommen. Damit ging es los und irgendwann dachte ich so, na, jetzt gucke ich mal wieder ins Forum und dann war so, oh, das Spiel geht schon weiter, aber ich habe es verpasst, weil ich keine Mail bekommen habe. Aber war nicht so schlimm. Man kann das quasi auch nachmachen. Ich weiß aber gerade, genau, es kam, nee, genau, bevor ich das gemerkt habe, kam nämlich erstmal, glaube ich, in der Post ein Brief. Das war ganz cool gemacht. Und dann hat man eine Zeitung geschickt bekommen. Ah, du hast sie gefunden. Wiedergefunden. Ja, ich habe sie wiedergefunden, ja. The Survivor. Und es geht eben bei diesem, da haben wir so mitbekommen, was los ist. Es geht bei diesem Spiel darum, dass die Welt ist am Untergehen, irgendwie die Vulkane brechen aus, es ist überall Lava, die Sonne ist verdunkelt und wir haben jetzt, die Welt hat ein Nahrungsproblem. Und deswegen sind wir, die 100 Wissenschaftler, die Survivors oder die Science Force, wir müssen eine neue alternative Nahrungsquelle finden und müssen an diesen Algen forschen. Und genau, um Algen als Nahrungsmittel zu machen, man kann jetzt hinterher fragen, wenn die Sonne weg ist, warum man jetzt gerade Algen züchtet, die Sonne braucht. Aber egal, machen wir jetzt nicht. Wir können sie ja mit. Wir haben künstliche Lichtquellen. Genau, wir haben ja künstliche Lichtquellen. Ist okay. Genau, und dann hatten die hier halt so ein bisschen, das haben sie ganz süß gemacht, ne? Also so ein bisschen mit News, was gerade auf der Erde abgeht. Man konnte auch ein Kreuzworträtsel ausfüllen und irgendwas gewinnen. Ich habe es nicht gewonnen, ich habe mitgemacht. Ah, ich habe es ausgefüllt aus Spaß, ich habe es aber nicht eingeschickt. Ich habe es eingeschickt. Ja. Hat nicht geholfen. Man hätte eine Algenrüttelmaschine gewinnen können. Ah, eine Algenrüttelmaschine. Ernsthaft? Ich glaube. Ja, irgendwie sowas. Ah, ich glaube. Okay. Also ich meine mich dunkel zu erinnern. Genau, und hier ist auch, hier ist dann auch, was in dem Algenfutter drin ist. Also da ist Natron drin, Meersalz, Kaliumsulfat, Urea, Dikaliumhydrogen, Magnesiumsulfat, Calciumchlorid und Eisenchelat drin. Und anscheinend kann man das auch alles kaufen und sich quasi so neues Algenfutter zusammenmischen. Aber anscheinend kann man das, also wurde dann später nochmal gesagt, ich glaube, das kannst du nur in großen Mengen kaufen. Und das ist, glaube ich, dann relativ kostspielig. Aber wenn jetzt Leute der Meinung sind, sie wollen weiter Algen züchten, könnte man sich ja auch zusammentun und das teilen oder sowas. Ja, das Forum gibt es ja auch weiterhin. Also genau, ich habe es ja nicht abgeschaltet. Das Forum gibt es weiterhin. Und dann war nämlich auch noch was Cooles dann im nächsten Paket. Und zwar... Im ersten Moment ein Foldoskop. Davon hatte ich übrigens 3 Stück von einer anderen. Ich habe immer, ja. Ich weiß. Du hattest mich gesagt und wir hatten uns dann nie wieder gesehen und deswegen konntest ja. Du sie nicht mitbringen. Hier, das ist ein Foldoskop und das ist quasi ein Mikroskop zum selber basteln. Es ist nicht so einfach zum selber basteln. Es ist echt, also so, das war schon. Das war echt ein bisschen tricky. Also das ist, du musst es halt nur falten. Ja, aber ich fand es gar nicht so einfach. Aber es
funktioniert. Also man kann da drin was sehen. Ich kann es immer noch kaum glauben. Also selbst die Objektträger Aus Plastikfaltzeug, ja. Ja, sind eigentlich einfach Papier. Musst Sorry, höher höher halten, halten, ja. ja. Sind einfach Papier und dann kannst du echt da einfach, also die haben da so Aufkleber, aber auch einfach mit Tesa drüber kleben und das ist dann quasi der Objektträger. Ja, war ich echt ein bisschen am Zweifeln, aber es funktioniert. Man kann das auch angeblich Bilder mit dem Handy machen. Ich kann es nicht, weil irgendwas an meinem Handy ist magnetisch, weil hier sind Magnete drin und dann vibriert es so. Drrr. Deswegen geht das Shit. bei mir nicht, aber bei anderen Handys geht das wohl. Ja, und da kannst du tatsächlich, also ich meine, es ist natürlich nicht so geil wie ein richtiges Mikroskop, aber man kann Algen angucken. So. Und ich glaube, so für Kiddies ist das schon ganz, ganz cool. Genau. Und dann ging es Musste weiter. man muss, also ich hatte ein Problem damit, vielleicht, ich habe das ja auch alles bekommen. Ich habe dank unseres Fails, also ich war ein bisschen später dran als alle anderen, weil mein Fail war schon vorher. Ich habe nämlich von unterwegs versucht, dieses Algenkit zu bestellen und war der festen Überzeugung, ich habe das geschafft. Hatte ich aber nicht. Und dann haben die bei unserem letzten Stream mitbekommen, dass ich es nicht geschafft habe und haben mir noch eins hinterhergeschickt. Das fand ich total super süß. Das heißt, ich konnte allen Problemen aus dem Weg gehen, die wir schon vorher hatten, weil ich kannte die ja schon. Also, ich habe total souverän meine Algen gefunden in Erlmeyer-Kolben. Ich habe die angefüttert. Alles kein Sehr gut. Problem. Die sind auch brav gewachsen. Die standen bei mir auf der Fensterbank. Ich habe sie ab und zu geschüttelt. Manchmal habe ich es auch vergessen. Und dann bin ich in dieses Forum gegangen und weil ich später dran war, habe ich also wirklich alle Berechnungen, was man an welchem Tag zu tun hatte, einfach da war ich dann die Mrs. Fail, weil ich keinen Bock hatte, das irgendwie immer nachzurechnen. Ah ja, es muss minus 4 Tage oder plus 5 Tage. Also wann bin ich denn Das jetzt dran, irgendwas zu tun? Ja, wir können da gleich, ich mache mal noch kurz zu Ende, wie es Ja. weitergeht, und dann können wir da gleich genau weiter drüber quatschen. Genau, ich glaube, dann das nächste, was kam, war, das habe ich nämlich dann auch nicht gemacht, war, genau, du konntest immer, das war auch total süß gemacht, es gab immer auf YouTube die News. Und dann haben sie quasi so eine kleine News-Sendung gemacht und dann hast du da halt Ja. gelernt, was du weitermachen musst. Und das nächste war dann, dass das Wasser kontaminiert ist mit was weiß ich, irgendwelchen Schadstoffen und man die Algen nicht mehr damit füttern kann oder das Wasser austauschen kann. Und dann sollte man sich einen Wasserfilter bauen. Und dafür hatten wir hier Sand und Aktivkohle und auch Tücher, also alles drin, um so einen Wasserfilter zu bauen. Vielleicht kennt ihr das aus der Schule. Habt ihr vielleicht mal gemacht, also dass man dann so Wasser mit Erde nimmt und damit das schön dreckig ist. Und dann, genau, dann baut man sich so einen Filter. Also dann machst du eben den Sand in Tuch, dann läuft das erst durch den Sand, dann läuft das Wasser durch die Aktivkohle und dann hast du am unten, kommt dann das Wasser raus und ist wieder sauber. So, habe ich aber nicht gemacht, weil ich war nämlich auch gar nicht da zu dem Zeitpunkt, als das kam. Und genau, und dann war man eigentlich schon wieder am Ende und dann sollte man, hier genau, dann sollte man, dann hatte man hier einen Kaffeefilter drin. Und dann sollte man die Algen abernten, das heißt einfach die Algen in den Kaffeefilter schütten und trocknen. Und dann hättest du theoretisch essbare Algen, aber du solltest die nicht essen, weil man halt nicht garantieren kann bei dem Selbstzüchten, dass da nicht irgendwas anderes Zeug gewachsen ist. Und deswegen hat man hier noch ein Paket wirklich Saubere richtig Algen. saubere Algen, genau, die von der Firma gezüchtet wurden drin. Das heißt, die kann man jetzt essen. Ich habe sie selber noch nicht probiert. Genau. Aber das hat man dann gekriegt und dann war quasi die Aktion schon wieder vorbei. Und ja, ich war so ein bisschen, ich fand die Idee von dem Projekt total süß. Also ich fand die Idee eigentlich richtig cool und ich fand auch, also zum Beispiel, dass quasi unerwartet diese Zeitung kam und so, fand ich mega, mega cool. Und auch, dass sie diese Videos gemacht haben und so und sie hatten auch so einen Podcast und so, das fand ich alles total cool. Aber mir hat so ein bisschen gefehlt, also man musste noch dann mal so ein pH messen und so, man hatte kennt ihr diese Streifen, die sich dann so verfärben, wo man so pH oder Nitrat oder sowas messen kann? So einen hatten wir auch, den sollten wir reinhalten und fotografieren und hochladen.
Aber wir haben halt nie die Auflösung bekommen, welche Farbe für was steht und wie jetzt unser Wasser ist. Sondern das war quasi, und das habe ich halt dann einfach als Beschäftigungstherapie empfunden. Und das hat mich voll gestört. Und es gab eben so ein paar Sachen, also auch mit der Flasche, da stand mit diesem Wasserfilter, da stand dann irgendwie was im Forum, man soll das bauen. Und dann aber quasi mehr Informationen dazu, wie man das bauen soll, gab es dann, glaube ich, nur in so einem Video, das dann wieder so versteckt war. Also ich hatte, sie haben so mehrere Kanäle benutzt und es gab nicht auf jedem Kanal die gleiche Information. Und man hat dann nicht immer alles mitbekommen und das fand ich ein bisschen verwirrend. Genau, und sie haben halt auch gesagt, man soll Experimente machen. Das heißt, man soll doch vielleicht also mehrere Algenkulturen machen, die aufteilen, dann in einen, keine Ahnung, Zucker reinmachen, das andere Salz oder so. Und das hat man halt gemacht, aber es wurde dann nie darüber gesprochen, warum oder was sehe ich jetzt bei meinen Algen. Also zum Beispiel, ich habe das auch gemacht mit Salz. Und ich habe dann bei den Algen, wo mehr Salz, also wo es salziger war, gesehen, dass die sind halt so in Lösung geblieben. Und die, kein Salz drin war, die haben sich immer so verklumpt. Und ja, ich hätte interessant gefunden, also ist das das, was zu erwarten war? Also das mir hat da quasi der wissenschaftliche Anteil gefehlt. Also so dieses so, wenn man Leute zu Experimenten auffordert, dann wäre es irgendwie auch cool, wenn, ich meine, sie meinten halt so, ja, man soll miteinander diskutieren, aber da wäre es vielleicht dann cool, wenn dann jemand auch so ein bisschen der Diskussionsleiter ist oder auch ein bisschen Informationen noch gibt. Das hat mir gefehlt, das fand ich ein bisschen schade. Und sonst denke ich nämlich, eigentlich könnte man dieses Prinzip voll gut nehmen und ich könnte mir voll vorstellen, dass das so für die Schule, für eine Schulklasse oder so mega cool wäre. Wenn du Ja. das denen dann irgendwie auch mit zum Forum und dann auch so eine Zeitung und sowas, das ist super. Also du musst aber halt, da musst du halt wirklich so ein paar Experimente einbauen, wo du denen auch sagst, so macht das, schreibt irgendwie über 3 Tage auf, was ihr beobachtet und das dann auch am Ende diskutieren und so. Also dass da auch ein bisschen sowas rumkommt. Genau, also ich würde sagen, man kann es da so ein bisschen, das ist ausbaufähig. Also ich glaube, da kann man noch coole Sachen dazu machen, aber es ist auf jeden Fall eine süße Idee und ich glaube, dass man das total cool erweitern könnte und dann vor allem für Schulen irgendwie was richtig Cooles machen könnte. Ja, das sehe ich genauso. Also ich habe das auch, habe ja schon gesagt, ich habe damit auch angefangen. Ich glaube, wenn ich zeitgleich mit allen anderen dabei gewesen wäre, wäre es ein bisschen einfacher. Ich habe irgendwann aufgegeben, weil ich nicht mehr damit zurechtkam, was man wann, wie, wo machen soll. Was auch daran lag, dass, so wie du das schon gesagt hast, dass ich keine zentralen Informationen gefunden habe oder zumindest nicht so einfach gefunden habe. Es kann gut sein, dass ich da irgendwie was übersehen habe. Weil es gab das Forum, es gab eine Website, es gab YouTube, es gab vielleicht noch irgendwie E-Mails, es gab den normalen Postweg. Und das ist zu viel der Möglichkeiten gewesen. Also diese zentrale Sammelstelle, so ein Linktree wäre ganz cool gewesen. Hier Tag 1, so klickst du da drauf, kommst du dahin. Tag 2 oder so, oder mach mal nach einer Woche, guck dir mal das hier an, das ist unsere Seite und jetzt geht's da weiter. Was ich total super finde, besonders, also ich als Buchfan, ich fand die Zeitung ganz, ganz geil gemacht. Das war super süß. Sie haben es auch parallel an den, was war das, an den Oscars aufgehangen. Das kam dann mehrmals. So, jetzt sind die Oscars und die Oscar-Nacht wird verschoben und es war extrem gut dystopisch gemacht und es war auch sehr nett, dass sie immer so, das ist ein nicht reales Experiment und so, nicht, dass da irgendwie Leute dann auf YouTube Ja, das gucken stimmt. und denken, was, es gibt jetzt nicht nur Corona, jetzt ist auch noch, jetzt müssen wir uns noch von Algen ernähren und alles andere ist auch scheiße. So. Stimmt. Also das ist fand ich richtig cool und ich glaube, dass es auch eine Möglichkeit ist, jetzt insbesondere mit so, wenn du so Celebrity-mäßig irgendwie was aufziehst, also die Oscar-Nacht, die zieht mit Sicherheit irgendwie ein paar Teenager noch vom Sofa, die sich interessieren würden und wenn du da diese Verknüpfung von der realen Welt mit Experimenten und was das hat für eine Bedeutung hat oder für Möglichkeiten hat, das fand ich super gemacht und hat noch mehr Möglichkeiten, also ich sehe die ganzen Möglichkeiten immer so, was man da machen kann. Aber ich glaube, dass die Didaktik, die dahinter steckt, noch, genau, da kann man noch ein bisschen dran rumschrauben. Aber der Grundstein ist gelegt, sage ich Ja, mal. Der Grundstein ist man muss gelegt. auch dazu sagen, das hat ja so ein Verein gemacht, die haben dafür eine Förderung Ja. gekriegt, Ja. aber das ist trotzdem das meiste, was da gemacht wurde, ehrenamtlich, also die hatten eine kleine Ja. Förderung,
Genau, und die mussten das Timing war halt leider auch so ein bisschen blöd, ne, weil es irgendwie am 1. Juli losging und es halt irgendwie Ja. genauso in den Sommerferien und ich war halt auch ständig unterwegs und du kannst ja diese eigenen nicht mitschleppen und alles und so. Das heißt, man musste dann eben Sachen nachmachen oder hatte dann das Gefühl so, oh nee, jetzt verpasse ich das. Das war aber gar nicht schlimm, du konntest Sachen nachmachen, das war total egal, wann du was machst. Aber das wusste man halt vorher nicht. Und auch als bei mir die Algen ankamen, war ich halt nicht zu Hause, weil man wusste nicht, wann dieses Päckchen kommt. Und es war halt einfach so, ja, morgen kommt das Päckchen, da sind Algen drin, mach sofort auf. Und ich so, ja, ich bin nicht zu Oh. Hause. Ja. Super. Genau, aber haben dann meine Mitbewohner Gott sei Dank für mich geregelt. Aber es war trotzdem auch ein bisschen aufwendiger. Ja, das war halt auch ein bisschen blöd, weil man hat sich ja da 4 Wochen vorher angemeldet, man wusste nichts. Also die haben halt eben auch nicht Bescheid gesagt, Achtung, nächste Woche kommt. Also so, aber ich denke auch, dass die, glaube ich, die Förderung war zu Ende. Ich glaube, die mussten das auch da machen. Also es war halt kein optimaler Zeitraum, aber ich glaube, sie hatten keine Wahl. Ja, das klassische Genau. Förderungsproblem. Genau. Es geht nicht darum, wann etwas sinnvoll ist, sondern wann das Geld ausgeht oder ausgezahlt Ja. werden muss. Genau. Aber nee, auf jeden Fall war, nee, aber war, also und wie gesagt, ich habe ja meine eigene immer noch. Ich war mir so unsicher, ich hätte super gerne ein paar Fotos, so Referenzbilder von, wie sieht eine gesunde Alge aus, wie sieht eine schlechte Alge aus, gehabt, weil ich habe irgendwann gedacht, ja, ich glaube, ich habe meine Algen jetzt verschimmeln lassen. Die sehen so weißlich klumpig aus. Oder sahen sie zumindest bei mir. Und ich war mir nicht sicher, was da los ist. Und natürlich hätte ich ins Forum, ja, Meine doch. sind richtig, richtig grün. Ja, du hast ja auch den grünen Meeresbiologen-Daumen. Aber dabei, ich schüttel sie nicht mal mehr. Ich vernachlässige sie Oh, auch hart. Angeber, ich schüttel sie nicht mal Ich mehr. glaube, ja, ich glaube, vielleicht sind sie einfach so Licht, habe ich so den perfekten Lichtstandort oder so. Ja. Also so zufällig, Ja. weißt du? Tja, ein super Zufall. Das erinnert mich an den Zufall, dass du irgendwas mal auf dem Balkon, irgendein Experiment auf deinem Balkon gemacht hast. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war explosionsgefährdet oder stark duftend oder so. Das war die Winokratzki-Säule mit Ei, die extrem gestunken hat. Ja. Ich habe sie entsorgt, sie hat so gestunken. Aber sie ist nicht explodiert. Nee, sie ist nicht explodiert. Sie hat nur Ja. gestunken, also weil da Ei drin war und die Bakterien das halt zersetzt haben zu Sulfat und Schwefelwasserstoff. Und das stinkt halt nach faulen Eiern und das hat dann so krass gestunken, dass das durch das verschlossene Glas gestunken hat und dann habe ich sie entsorgt. Das passiert einem mit den Cyanobakterien in dem Umfang, in dem wir sie hatten, nicht. Nee, stinken gar Oder? nicht. Nee. Bei mir haben sie auch nicht gestunken, aber sie sahen nicht gesund aus. Deswegen habe ich sie dann, ich habe sie aufgegeben. Das Freue riecht mich aber nach wie nach vor. überhaupt nichts. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Muss ja Salzwasser reintun. Ich habe es vielleicht ein bisschen so einen leichten Meeresduft Ja, nee, oder leider so. gar nicht. Aber es ist cool, dass du die immer noch hast. Also, Soll ich ich dir habe welche dann einfach mitbringen? irgendwie. Nee. Ich kann dir welche abgeben. Nein, Ich habe nein, nein. zwei Sets noch. Ich bin keine gute Algenmutter. Ich habe einen besseren, also ich habe sehr viele Pflanzen bei mir, aber ich glaube, mit Cyanobakterien bin ich nicht gut. Nee, es ist nicht mein. Nee, nee, nee. Ich Ist kann hier nicht mit dein Milieu. Orchideen, ist nicht mein Milieu. Also Orchideen, Sukkulenten. Sogar, ey, mein Beniamini, der hier hinten steht, der ist, den habe ich mit 10 bekommen, der ist 31. Und ich habe den auch teilweise wochenlang nicht Nicht gegossen schlecht. in meiner Teenagerzeit. Und meine Mutter hatte ein biologisch abbaubares Putzmittel, Hara, falls das noch jemand kennt. Ja, meine Mama benutzt auch immer Haare. Ja, mit den perfekten Lappen und so. Und Ja. die Werbung dieses Hara-Zeugs, das ist glaube ich, so eine Art Tupperware-Verschnitt. Also man kriegt das über irgendwelche Händler. Das war so mega öko, dass man das als Blumenwasser danach verwenden können sollte. Und mein Benjamini musste auch Hara trinken. Hat aber überlebt. Vielleicht ist er deswegen so alt. Vielleicht ist Hara. Vielleicht, ja, konserviert von innen nach außen Geil, oder ja, so. Hara. Ja. Meine Mutter benutzt es auch, glaube ich, immer noch. Ist es immer noch so blau? So eine blaue Plastikflasche mit weißem Aufdruck? Ich habe das Ich noch kann mich so, nämlich. ich hab das noch so in Erinnerung, aber ich habe es halt auch ewig nicht Ja. gesehen. Aber ich kann mir irgendwie nicht meine Mutter ohne Haare nicht vorstellen. Sie muss das noch benutzen. Geil, ja. Also mit Pflanzen geht, aber also Dinge, die in Erlenmeyer-Kolben wachsen können, sind, glaube ich, bei mir nicht gut aufgehoben. Das ging am Anfang okay und dann habe ich den Anschluss verloren. Aber was ich auch schwierig fand, ich hätte mir ja Infos holen können. Es gab ja ein Forum. Das Blöde bei dem Forum war,
oder ich habe es falsch eingestellt, ist ja auch eine Möglichkeit, dass ich nicht die aktuellen Beiträge direkt sehen konnte, sondern ich musste mich durch jeden Scheiß durchklicken. Und da war meine Geduld ist nicht gut genug für sowas. Ja, also, ja das hat mich auch genervt. War ein Ausschluss. Ja, schlimmes Ausschlusskriterium. Ja, das ist krass, wie schnell man Leute verkraulen kann mit so einer Kleinigkeit, ne? Mhm. Weil es ist ja nur die Anordnung, irgendwie neuester Post zuerst oder also wie das, ne? Und das ist, aber es nervt einen so krass, wenn man dann da öfter ist, ist es so, ne, ich habe keinen Bock, mich da jetzt wieder durchzuklicken. Ja, ging mir auch so. Ja, dadurch habe ich auch nicht verstanden, ob da jetzt neue Leute dazu gekommen sind, weil ich mich ja eher durch die ersten Sachen durchklicken muss, bis ich zu den neuen komme. Mhm. So. Und dann, ja, ich glaube, da waren super viele super nette Menschen in diesem Forum. Also von diesen 100 Leuten haben auch echt relativ viele gezeigt, was sie so machen und wie sie ihren Versuch angeordnet haben und wie ihre Fortschritte sind und Fotos hochgeladen und so. Auch unter widrigsten Umständen, weil das am Anfang nicht ging. Und dann haben die Leute von dem Verein das nochmal umgestellt und die waren echt super bemüht und extrem nett. Also ich kann die Leute da voll empfehlen. Die haben das Beste rausgeholt aus dieser Förderung, würde ich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und die mitgemacht haben, aber da waren Leute auch echt sehr engagiert. Also die haben sich auch die krassesten Belüftungssysteme für ihre Eigen gebaut und so. Also es war wirklich krass. Also ich bin da auch durch dieses Forum durch und sich die Bilder und war so, boah, krass. Ja. Die Leute nehmen das so ernst. Also die hatten so Bock. Das war ganz schön cool. Ja, ja, Algenkindergärten sind entstanden. Das, und die Algeneltern, das ist so wie bei echten Kindern, die haben sich dann ausgetauscht, was die Kleinen so machen und wie man sie am besten fördern kann. Ja. Die Algenförderung ist ganz stark weit nach vorne gekommen. Aber ja, schau, ich meine, ich habe ja meine auch immer noch. Also. Ja, du bist eine gute Algenmutti. Irgendwie, man kann sich dann nicht mehr so von ihnen trennen. Man schüttelt sie jeden Tag so ein bisschen. Ich dachte, du schüttelst sie nicht mehr. Ich dachte, die sind so grün, weil du sie nicht mehr schüttelst. Nee, ich schüttel sie vielleicht noch einmal die Woche. Ja, okay. Manchmal auch nicht. Nicht gerührt, nicht geschüttelt, sondern gerührt, nicht gerührt, sondern geschüttelt. Also ja, faszinierend, dass du die noch hast. Ich, wie gesagt, bei mir haben sie das Hamburger Leitungssystem schon kennengelernt. Naja, so viel dazu. Vielleicht fällt mir später auch noch irgendwas dazu ein, was noch spannend ist. Also ich habe das auch zusammengebaut. Ich fand es übrigens nicht so schlimm, das Mikroskop zusammenzubauen. Ah, echt? Ich hatte schon Horror. Ich hatte schon so ein Gefühl von, ach du Scheiße, Jules sagt, das ist total langwierig und mega anstrengend. Und ich habe dann auch noch so 2 Tage abgewartet, bevor ich selber gemacht habe, bevor ich mich da überwinden konnte, in diese Stresssituation des Zusammenbauens zu kommen. Aber ich fand es dann doch nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe es mir dann dank deiner Hinweise noch viel schlimmer vorgestellt, als es für dich war und habe dann eine positive Erfahrung daraus ableiten können. Das kann auch sein. Also ich meine, vielleicht bist du halt auch gut im Basteln. Ich bin nicht so. Ja, ich mag gerne basteln, ja. Ja, also so, nee, also so Falten und Ding, nee, also ich kann das schon einigermaßen, aber es ist nicht so mein Ding. Also ich bin nicht komplett unfähig, aber ich bin jetzt auch nicht der. Ja, ich bin eine Handwerkstante. Ich bin ja Dugong-Mama, der ist ja auch selbst gebaut. Also da muss man auch kleben und schnitzen und so. Ja, kleben und schnitzen ist was anderes. So ja, stimmt. Falten, ja, Origami. Ich habe schon sehr viel Origami. Ich mache halt so, oder habe früher viel mehr so Kinderbildungsprogramme gemacht und draußen in der Natur und wenn dann so Sommerferien-Workshops waren oder so, dann habe ich immer sehr gerne auch Origami mit Tieren, also Tier. Ja, okay, Falten. Inga, dann kannst du natürlich auch Mikroskop falten, wenn du Origami nee, ich kann nicht gut Origami, aber das, was man mit Kindern machen kann, da muss man ja die einfachen Varianten wählen. Also ich habe auch, meine Nichte hat auch, wann war das, zu Ostern oder so, hatte sie auch so ein Origami-Tier-Ding Geschenk gekriegt, so zum Falten, aber auch, wo, weißt du, so alles schon so vorgemalt war und du musstest nur so falten. Ich habe es auch nicht hingekriegt. Selbst mit Anleitung ging es nur schwer und schräg. Es gibt aber auch echt scheiß Anleitungen, das muss man auch sagen. Ja, ich fand sie scheiße. Marius hat sie dann irgendwie verstanden. Ja, der macht ja auch gerettet. Die Technik hier gerade für uns. Ja, ja. Er rettet immer. Wenn man gerettet werden möchte, dann braucht man einen Marius.
für alles mit Technik. Danke an dieser Stelle nochmal. Streamtechnik, Falltechnik. Ja, Technik. Klingt gut. Ja, sag ich mal, neues Thema anschneiden oder wie sieht's aus? Ja, hau raus. Ja, also weil mich das mit den Orcas so frustriert hat, habe ich dann gesagt, ich mache ein anderes Thema zum Thema Tiere. Ich mache ja hier meistens die Tierthemen. Und ich habe jetzt nicht so richtig viel Zeit gehabt, weil ich einfach Bock hatte, wirklich Urlaub zu machen. Und ich bin erst am Samstagnacht aus Portugal wiedergekommen und habe dann gestern damit verbracht, Ungeziefer vorzustellen vor Kindern mit dem eklige Untermieterbuch. Also gleich morgens schöne Lesung gemacht und habe heute mich erst mit dem Thema beschäftigt, um das es jetzt geht, nämlich Walrosse. Ich weiß noch nicht optimal viel von Walrossen. Ich hätte mehr Zeit gebraucht. Ich weiß aber, es gibt... Nicht optimale reicht uns auch erstmal. Ja, es muss für heute muss es reichen. Wenn jemand dann später um noch mehr Walross-Content bittet, dann das ein bisschen spezieller wird, dann haut es raus, dann nehme ich mir noch mehr Zeit für Walrosse. Aber ich dachte, das ist relativ aktuell. Es gibt nämlich momentan Walrosse in der Nordsee oder zumindest eins ist aktuell in der Nordsee. Wahrscheinlich, vielleicht zieht sie gerade nach Norden wieder. Das ist ein Mädchen. Sie hat keinen Namen bekommen und die ist, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe mir eine Zeitleiste aufgeschrieben sogar. Am 7.9., also aktuell, vor 20 Tagen erstmals gesichtet worden, morgens um 6.20 Uhr von einem Local-Typen auf Borkum. Nee, Baltrum, an so einer Buhne. Also man muss Walrösser. Nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Guck doch mal nach, was man ideal sagt. Es ist auf jeden Fall nur ein Walross momentan, von dem ich spreche. Und beim Plural hänge ich. Wahrscheinlich Walrösser, würde ich auch sagen. Vielleicht gibt es das im Duden als zwei Möglichkeiten. Ich hoffe darauf. Ich hoffe das ganz stark, dass man auch Walrosse... Ich weiß es nicht. Egal. Es geht auf jeden Fall um eine junge Walross-Dame, die es sich auf den ostfriesischen Inseln gemütlich gemacht hat. Letzte Sichtung, vor 4 Tagen war sie auf Borkum und sie schwimmt immer hin und her. Die Walrosser, ich bin jetzt unsicher geworden, Mann, Horsti, kann mal jemand nachgucken, Singular und Plural von Walross? Also Singular kann ich, aber Plural. Also auf jeden Fall um 6 Uhr morgens hing die Walrossdame am westlichen Strand oder beziehungsweise an der Strandbuhne D auf Borkum rum. Und man muss dazu wissen, die leben eigentlich in der Arktis. Also es gibt 2 Populationen von Walrössern, die pazifischen und die atlantischen Walrosse. Scheiße. Warte, ja, was sagst du? Wir klären das. Ich bin gerade dabei. Ist dann hier der Plural nicht, Mann. Ja, vielleicht gibt es gar kein Plural. Man muss nur ein E dranhängen, statt ein Ö und ein R. Das gut, dass das auch gleich als Beleidigung hat. Was? Man kann, du Walross. Du kannst im Duden nachgucken. Der Duden muss es wissen. Ja, beim Duden stand gerade der Plural nicht, aber hier bei Wiktionary sagt... der Duden gebe nur das Plural Walrosse an. Man findet mit Suchmaschinen aber auch etliche Belege für Walrösser. Danke. Ich sage nämlich Walrosse. Ich finde, ich bin, ja, dann bin ich, dann freue ich mich, dass ich mein inneres Lektorat gestimmt hat. Danke. Danke euch allen. Ich kann also beruhigt weiter Walrosse sagen. Puh, das war ein emotionaler Moment für mich. Es gibt also die pazifische Unterart und die atlantische Unterart, die rumhängen. Und ich vermute stark, dass natürlich die atlantische Unterart ist, von der unsere Walrossdame abstammt.
Und man kann die momentan noch beobachten, wenn man Glück hat und sie nicht abgedampft ist. Wie gesagt, letzte Sichtung 23.09. auf Borkum. Wenn die sich gerne im Morgengrauen irgendwo hinlegt, also Walrosse sind bekannt dafür, dass sie nicht Fische, die fressen Muscheln. Und ich glaube, dass das voll der heiße Scheiß wäre, wenn mehr Walrosse wüssten, dass hier in der Nordsee Miesmuscheln und Austernbänke zuhauf zu finden sind. Und das hält bestimmt dieses Walross auch bei uns. Und die müssen zwischendurch anlanden und sich ausruhen. Und wenn dann Flut ist, dann schwappt sie wieder mit der Flut ins Wasser und geht wieder auf Tour. Und gräbt sich mit der Nase durch den Untergrund und saugt sich da die Muscheln raus. Ja, also das ist das eine Walross, was wahrscheinlich noch hier ist. Hast du eine Frage? Aber Du sahst gerade aus wie eine Frage. ja, aber Ja. die sind Walrosse, Walrosse, Ja. sind, die hängen doch eher immer so in Kolonien rum, oder? Ist sie jetzt nicht ganz alleine? Das stimmt. Man weiß auch nicht genau, warum die hier sind. Walrosse haben das Problem des Klimawandels. Die hängen ja auf Packeis auch rum. Die Weibchen vor. Nee, ich sage es lieber nicht. Ich habe es zu kurzfristig gelesen. Aber die sind auf Packeis und lassen sich auch manchmal treiben. Und es kann sein, dass die abgetrieben ist. Auf Und so eine dann irgend. Eisscholle. Ja, kann sein. Genau, es ist eine dramatische, das ist ein bisschen wie bei der Titanic. Wobei da war es ja der Holzboot. Kennt Die den Tür, Film? die Ja, es Tür. war die Tür, es war die Tür. Ja, okay. Das Walross ist nicht auf einer Tür abgetrieben. Die Tür wäre auch immer noch da. Naja, also unser momentan Local Walross schwimmt an den ostfriesischen Inseln rum und ist allein. Es gibt ein zweites Walross, das Ach. schon ab Februar in der Nordsee gesichtet worden ist. Es wird liebevoll Wally genannt, von Walrus oder Wally. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Englisch halt, weil es ist ein männliches junges Walross. Und das ist immer zwischen Irland und England unterwegs gewesen und ist aber jetzt nach Island abgedampft. Und das ist medial noch viel stärker begleitet worden. Denn man kann diverse Videos auf YouTube sich dazu angucken. Ich glaube, es ist perfekt fürs Sommerloch gewesen, der Wally. Die Walross-Dame natürlich auch, wurde viel berichtet, aber nicht so exzessiv wie über Wally. Liegt vielleicht auch daran, dass Wally als Teenager-Walross, als männliches Teenager-Walross, ich will jetzt nicht zu viel Unmut schüren, aber er hat einige Boote auf dem Gewissen. Ach, der, ja, von dem Walross habe ich auch gehört, der in die Boote reingeklettert ist. Ja, Und genau. die manchmal ein bisschen zu klein für ihn waren. Richtig. Man kennt ja die dummen Witze, dass Größen nicht gut geschätzt werden können. Das ist bei dem Walross halt auch so. Oh, ein Boot, das ist meins. Und die haben ja, die beide, also sowohl die Weibchen als auch die Männchen, haben Stoßzähne. Und die können sich mit ihren Stoßzähnen auf Packeis ziehen, die können sich aber auch in Boote ziehen. Und wenn es dann so ein Boot ist mit Plastik, dann ist das Boot auch mal kaputt. So, also vor allem Schlauchboote können dann schnell und gut kaputt gehen. Die Stoßzähne sind nämlich sehr hart. Und Wally hat mehrere Boote auf dem Gewissen, die zu Schaden gekommen sind. Es gibt extrem geile Bilder, die wir euch jetzt leider nicht zeigen können, weil wir hier ein spontanes Setting haben, wo man nichts extra zeigen kann. Aber Wally wurde immer, wenn man ihn gesichtet hat, mit verschiedenen Möglichkeiten versucht zu versch man hat versucht, ihn zu verscheuchen, zum Beispiel mit Eisbärengeräuschen oder mit so Tröten, die man im Stadion, diese lauten Hupen, diese Gashupen. Also der hat schon echt einiges erlebt und es ist kein Wunder, dass er jetzt Richtung Island abgezogen ist.
Es ist so eine Hassliebe, glaube ich, gewesen. Er hat auch versucht, Segelboote zu entern. Muss man sich so vorstellen. Du sitzt auf deiner Yacht da irgendwo vor England und bist langsam so am Rumdümpeln in den Hafen einfahren oder so. Auf einmal wackelt es ganz schlimm, weil so ein Walross, ein männliches, kann bis 1500 Kilo wiegen. Das ist nicht ganz leicht. Also er ist noch jung. Das heißt, er wird bestimmt noch nicht maximal schwer sein. Aber 1500 Kilo ist schon nicht wenig. Und dann zieht er sich mit seinen spitzen Zehen, versucht er sich da ins Segelboot zu hieven. Er wurde aber auch schon ganz alleine in so dynamischen Motorbooten gesichtet. Geilste Fotos, wie dieses Walross. Der hat auch so ein bisschen so einen grummeligen Blick drauf. So ein Walross-Forscher hat gesagt, dass die auch alle sehr starke Persönlichkeiten haben. Und Wally sieht so ein bisschen aus wie so ein leicht angepisster Rentner auf einigen Booten. Also die Bilder, wo er dann so in der Führerkabine am Ruder sozusagen sitzt. Das muss echt, müsst ihr euch mal angucken. Und die Walross-Dame, die bei uns, also im deutschen Wattenmeer rumhängt, die ist noch nicht dafür bekannt, dass sie irgendwelche Boote entert oder irgendwie Unsinn macht, sondern im Gegenteil, man versucht sie so ein bisschen vor Menschenmengen zu schützen. Und am Anfang, als sie das erste Mal gesichtet worden ist, da ist natürlich dann auch gleich, da sind die Behörden informiert worden und die Leute, die für den Seehundschutz und so zuständig sind, weil die Verletzung an der Flosse hat, aber keine, die jetzt irgendwie bedrohlich sind. Deswegen wird die in Ruhe gelassen und auch teilweise nicht abgedatet, wo die zu finden ist, damit nicht alle hinrennen und die arme Walross-Dame, die auch, das ist auch ein Jungtier, dass die da nicht irgendwie in Stress gerät zu sehr. Ja, die sind nämlich auch potenziell gefährdet. Vor 100 Jahren waren die fast ausgestorben, die Walrosse. Und ja, sie sind beide Single. Die haben sich noch nicht kennengelernt, das Männchen und das Weibchen. Schwimmen an unterschiedlichen. Die können ja eine neue Kolonie gründen. Aber hat sich da noch nicht rumgesprochen. Die haben wahrscheinlich kein Internet, die beiden. Ja, und die können sehr tief tauchen. So 600 Meter, wenn es sein muss. Die Nordsee ist 700 Meter, das heißt, die würden auch noch relativ weit unten irgendwelche Mollusken finden, suchen die aber eher da, wo es flachwassermäßig ist. Und haben eine fette, dicke Haut, 2 bis 4 Zentimeter, im Nacken so 4 Zentimeter dicke Haut und können mit den Barthaaren den Ozeanboden so absuchen nach den Muscheln. Das ist die einzige Art, die so. Es gibt ja, das ist ja eine Robbenunterart und die meisten Robben, die jagen ja weiter an der Oberfläche nach sehr schnell so beweglichen Zielen, Fische zum Beispiel. Und die Walrosse sind super slow und gemütlich und grasen deswegen eher die Muschelbänke ab und suchen sich gar keinen, also ich glaube, Fisch wäre viel zu anstrengend. So eine Muschel, die sich nicht bewegt, ist ganz cool. Und die norddeutschen Muschelbänke geben da einiges her. Die Männchen haben übrigens eine extra dicke Hornhaut im Nacken, um sich bei Kämpfen zu schützen. Da Wally ja als Single unterwegs ist, ist es vielleicht nicht so wichtig für ihn. Hacken die so mit den Zähnen aufeinander ein? Ja, also ich stelle mir das krass vor. Ich kenne ja nur Antje. Kennst du Antje vom NDR? Ich wollte gerade sagen, warum wurde sie denn eigentlich nicht Antje genannt? Ich glaube, die hat noch, ich weiß es nicht, ich würde sie auch direkt Antje nennen, aber vielleicht ist der Name Antje. Also Antje hat ja auch Merch. Das ist ja, ich glaube, das einzige Merch neben dem Sesamstraßen-Merch, aber es ist ja NDR-Merch. Mhm. Merchandising-Shit, das sich so richtig gelohnt hat. Also ich war früher sehr stolze Besitzerin eines Antje-Aufklebers. Für alle, die nicht aus Norddeutschland kommen, NDR ist der lokale öffentliche Sender, sowas wie Bayern. Wie Bayerische Rundfunk. WDR. Oder, genau. Und bis 2001 gab es ein Walross, das im Logo mit enthalten war und das so pausenfüllermäßig eingespielt worden ist, wenn da mal irgendwie eine Lücke im Programm war. Und wer den Tatortreiniger geguckt hat, der Schauspieler, der den Tatortreiniger macht, der hat auch mal eine Persiflage auf Antje gemacht, weil das Pausenbild mit Antje ist, also Antje war das Walross im örtlichen Zoo bei Hagenbeck. Und da hat man ein Video von ihr gemacht, wie sie sich auf den Beckenrand raufhieft
und dann mit ihrer Schnauze immer Wasser wegpustet, so wegwischt und pustet. Die konnte auch Mundharmonika spielen übrigens. Ach, das stimmt. Habe ich sogar mal live gesehen. Und dieses Prusten, das ist schon mal persifliert worden vom Tatortreiniger. Im Schwimmbad, statt bei Hagenbeck. Naja. Mir fällt gerade der Name von dem Schauspieler nicht ein. Und es nervt mich gerade. Ja, warte. Ja, Bjarne Mädel, danke. Das hat mich gerade richtig genervt. Das ist mir nicht danke. Ja. Ach, Marius, rettet nicht nur die Technik, sondern auch die Celebrities. Ja, danke. Genau, Bjarne Mädel ist mega. Der hat früher auch geile Sachen im Schauspielhaus gemacht. Ja, egal, das ist ein Gedankensprung. Antje kann man... Danke, Horsti. Antje kann man übrigens im Zoologischen Museum in Hamburg besuchen. Das Zoologische Museum ist nach meiner letzten Information auch immer noch kostenlos. Das finde ich ganz, ganz, ich liebe das. Was? Ist sie tot und ausgestopft, oder? Ja, Antje ist seit 2003 tot und dermoplastisch behandelt worden und man kann sie deswegen als Ausstellungsstück sehen. Also sie ist, Antje lebt als totes Walross. Sie bleibt in unserem Herzen, ja. Ich finde, sie sieht nicht mehr ganz so aus wie früher. Sie ist sehr gut hergerichtet, aber lebend war sie mir lieber. Übrigens, ich glaube, Bruno hieß er, der Problembär aus Bayern ist auch im Museum. In welchem denn? Weißt du, im Mensch und Natur in München. Ich habe ihn nämlich da zufällig gefunden. Ich wusste nicht, dass er da stand. Und habe ihn dann da gesehen und war so, ah. Findest du es vielleicht auch fies, dass es Mensch und Natur heißt und dann einfach der Mensch sich die Natur in dieses Museum, also abgeschossen und reingestellt und dann haben sie es Mensch und Natur genannt? Nee, das gibt's schon. Ich bin quasi, das war mein Kindheitsmuseum. Ich war da früher ganz, ganz viel, weil auch der Direktor war der Onkel von meiner besten Freundin. Das heißt, wir hatten auch immer eine Jahreskarte. Und genau, und deswegen waren wir, also auch davor war ich da schon immer richtig viel, weil da gab es halt, das ist so ein, also jetzt ist es halt voll alt und ich meine, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile modernisiert haben. Ich war da, glaube ich, vor 4 Jahren oder so das letzte Mal, aber es ist alles noch voll alt, aber da gibt es halt ganz viel mit Knöpfchen und so, also für Kinder total super, weißt du, wo Sachen leuchten und genau, so ein bisschen so Science Center-mäßig. Aber ich war dann eben als Erwachsener irgendwie vor 4 oder 5 Jahren zum ersten Mal drin mit meiner Nichte dort irgendwie und war dann auch ein bisschen irgendwie geschockt, doch wie runtergekommen ist und sowas. Bräuchte mal eine Überholung, vielleicht ist es passiert. Und ja, und dann habe ich den Problembär dort gefunden. Der Problembär. Ja, abgerockte Wissenschaftsmuseen gibt es ja einige. Ich wollte mir das in Lissabon eigentlich nochmal angucken, da habe ich nämlich dramatische Erfahrungen mal gemacht. Warst du in einem Science Center in Lissabon? Nee, jetzt? Diesmal nicht. Das gibt ja das Oceanium. Ja, das heißt anders bei denen, aber das ist richtig toll. Das mache ich sehr gerne. Das ist richtig cool. Das kenne ich. Da ist ja auch der Mondfisch. Deshalb habe ich ja im Januar meinen Mondfisch, meinen Pro-Mondfisch Streaming gemacht. Aber in Lissabon war ich zuletzt, glaube ich, vor 5 Jahren im Wissenschaftsmuseum und damals war das mega abgerockt und es hatte den schlimmsten botanischen Garten daneben, den man sich vorstellen kann. War desaströs. War das das Wissenschaftsmuseum, das neben dem Aquarium ist? Nein, es gibt eins downtown. Nee, das, was neben dem Aquarium ist, ist ja relativ neu auch. Das ist ja im Park der Nationen und im Park der Nationen ist alles modern. So. Nee, es gibt noch ein Naturkundemuseum in der Innenstadt in Lissabon. Okay. Und dann neben dem ist der Botanische Garten. Und als ich vor 5, 6 Jahren da war, war beides in desolatestem Zustand. Also so richtig abgefuckt und abgerockt. Okay. So ein Museum zu mitmachen. Naja. Weil bei dem Science Center neben dem Aquarium, da hatten wir die Ausstellung vor 2 Jahren. Und genau, und dann hatten wir mit denen zusammengearbeitet und da war ich natürlich auch in dem Science Museum einmal drin und ich fand das eigentlich ziemlich witzig. Ich fand das ziemlich cool, das Science Museum, weil die auch, vor allem fand ich richtig geil, die hatten quasi auch
so Labore, also so Bereiche mit Werkstätten und so, wo die Kinder was bauen und basteln konnten, also und richtig cool ausgestattet. Das fand ich mega cool. Und sie hatten so ein Drahtseil oben gespannt im ersten Stock und dann konntest du mit einem Fahrrad über das Drahtseil fahren und das Fahrrad war halt so austariert mit Gewichten, dass es nicht umfallen kann. Und du es Geil. war aber trotzdem ein bisschen gruselig. Das war cool, du konntest wie so ein Zirkusartist und so ein Fahrrad so rüberfahren. Warum Das war auch ein hast du mir bisschen, das nicht weil ich es vergessen habe, mir fällt es jetzt gerade vorher ein, gesagt? als wir drüber geredet Ich muss haben. einfach wieder hinfahren. Ja, Ja, das war ein bisschen cool. geil. Ja, das sind, also die haben richtig tolle Museen da, aber die haben eben auch dieses, ich glaube, es ist neu gemacht. Ich denke mal, dass das Das ist auch, Naturkundemuseum, ja, das ist auf jeden Fall neu. Also das, dieses ja, das Science Center und das Science Center ist neu. Ozeaneum-Ding ist, ja, die sind sehr Ja. neu, aber das in der Innenstadt ist ein ganz, ganz altes. Also wir hatten hier in Hamburg ja auch das CENAC, das Zentrum für Naturkunde, das ist ja jetzt im Leibniz-Institut aufgegangen und gehört jetzt zum gleichen Verbund wie das König in Bonn. Und das haben die vor 2, 3 Jahren, ich weiß nicht mehr wann genau, aber komplett modernisiert. Das war vorher auch mehr so ein 70er Jahre, ein bisschen muffig und ganz alt, also wirklich alte Beschriftung und so. Und das Geilste, was mir da, oh Gott, das erinnert mich an eine richtig geile Situation. Es gibt ja so Bildungsprogramme. Und als es noch alt war, also es ist jetzt nicht der Stand von heute, aber als es noch alt war, war ich mal da und habe irgendwas gemacht und da war ein Kindergeburtstag und die haben so eine Rallye durch das Museum gemacht. Und, und dann gibt es da so Ausstellungsstücke zu den Walen, also die Säugetiere da, diese riesigen, ne, von denen wir öfter reden. Nicht die Wahlen Und wie die, gestern. nein, nicht die Wahl, genau. Kein Walsonntag, sondern ein Walfisch. Und die Kinder waren, so weiß ich nicht, Grundschulalter und mussten irgendwie eine Frage beantworten. Und dafür sollten sie auf einem Exponat drücken, wo dann Walsound rauskommt. Und dann mussten die den beschreiben oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann hat das so eine Studentin mit denen gemacht. Und die Kinder waren dann soweit, mussten da drauf drücken. Das Problem war, das Exponat funktionierte nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, dass irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber sie hat auf jeden Fall das Walgeräusch imitiert und dafür musste sie das Kind wegschicken, damit es nicht sieht, dass sie das Walgeräusch imitiert. So, Kind drückt so, ich höre ja gar nichts. Und sie so, ja, das kann man von hier aus auch nicht hören. Muss man da hinten hingehen, kaum war das Kind um die Ecke so. Das Geilste überhaupt. Ich habe mich so totgelacht. Und ich habe sie nur so angeguckt und sie so, ja, was soll ich machen? Das ist in dieser Rallye halt vorgesehen, dass man dieses Wahlgeräusch benutzt. Und es geht gerade nicht. Geil, und dann musste sie dann 10-mal den Wal nachmachen für alle Ja, Kinder. Boah, ja. göttlich. Du hast dich daneben gesetzt und zugeguckt. Ich habe ein, zwei Mal hab mir das angeguckt, aber es ging leider nicht, weil ich, so wie jetzt, es war aber schlimmer, weil es war live und ich habe mich so totgelacht und das wäre so rausgekommen, dass das, also Kinder sind ja nicht dumm, ne? Die merken schon, dass irgendwas nicht stimmt. Ich habe das nur gesehen, ich musste gehen. Auch dieses verzweifelte Gesicht von ihr, sie ist verantwortlich dafür, dass diese Rallye und die Kinder sollen am Geburtstag glücklich sein und sie sollen was Ja. lernen und es soll möglichst cool werden und Oh. dann funktioniert da irgendwas nicht und ja. Oh Mann. Aber mittlerweile ist es ganz toll renoviert worden und ich bin auch schon da gewesen mit einer Kindergruppe und wir haben eine tolle Führung gemacht da und der Mann, der da verantwortlich ist dafür, der ist richtig cool. Also es bringt sehr, sehr viel Spaß, dieses Wissenschaftsmuseum sich anzugucken. Es sieht alles tippitoppi mittlerweile aus. Ja. Nice. Genau. Walrosse. Ich habe in der Zwischenzeit hier 2 Videos gepostet, nee, 3. Eins von Antje, damit ihr wisst, wie Antje aussah und wovon ich geredet habe. Wie die NDR-Antje in echt aussah, wie sie in Tod aussieht, könnt ihr euch in Hamburg hier im Wissenschaftsmuseum angucken. Das ist an der Bundesstraße momentan. Es wird aber darüber gemunkelt, ob das nicht
in die Innenstadt umzieht und mehr Platz bekommt, weil das ist früher in der Nähe vom Hauptbahnhof schon mal gewesen, glaube ich. Das ist zerbombt worden und die ganz viele von den Exponaten von damals gibt es natürlich nicht mehr, aber die Sammlung kann an dem jetzigen Standort nicht optimal gezeigt werden. Das ist viel zu klein und in der Innenstadt ist gerade das Kaufhofgebäude bei Saturn direkt am Hauptbahnhof frei geworden. Oh. Ja, das wäre ein geiler Standort. Das ist geil. Das sollten sie überall in den Städten machen, wo die ganzen Karstädte oder Kaufhof leer geworden sind, dass sie da jetzt einfach Museen reinmachen. Finde ich eine total geile Idee. Ja, das Gebäude ist halt auch der Hammer. Das ist ja so ein altes Kaufmanns-Kontorhaus eigentlich. Und das hat so eine große Fläche und ist eigentlich auch total hübsch innen drin, wenn jetzt, wo es entkernt ist, wieder von den ganzen Verkaufssachen. Ich glaube, das wäre ein mega, mega cooler Ort für ein Wissenschaftsmuseum. Ich hoffe das mal, weil es war auch mal im Gespräch, direkt bei der Uni in Hamburg gibt es die alte Post. Und die Post, das ist so ein altes Gebäude, vielleicht kennst du das auch, das ist ganz überwuchert mit Efeu. Das ist so ein zentrales Postamt früher gewesen. Und da das war das Fernmeldeamt teilweise, also zumindest war da ganz oben, haben sie da früher diese Stecker umgesteckt, um Telefonverbindungen zu machen. So, ja. Und dann war es lange Zeit ein Postamt und ich glaube, die sind da mittlerweile auch raus und das war auch im Gespräch, ob man da das Wissenschaftsmuseum unterbringt und ich bin nicht aktuell informiert, ich weiß nicht, was der Stand ist, weil ganz ursprünglich, als die Hafen City neu geplant worden ist, da war ja auch ein Science Center in so einem donutförmigen Gebäude geplant, ganz modern, da hätte das vielleicht auch mit hingesollt. Man weiß es nicht. Ich hoffe jetzt mal auf Galeria Kaufhof, den Standort für das Wissenschaftsmuseum. Und dann müsste Antje natürlich auch umziehen und noch besser beleuchtet werden und noch sexier. Ja, so. Das ist so ein bisschen makaber. Ja, schon. Ich habe euch noch Videos von der Walross-Dame reingepackt und auch von dem jungen Mann, der Wally heißt und die rund um England alles unsicher gemacht hat und jetzt nach Island abgedüst ist. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben zum Walross. Ein schönes Thema ist der Penisknochen, 62 Zentimeter, im Vergleich zum Klitorisknochen von 1 bis 2 Zentimeter. Ich frage mich, was das wieder soll. 62 Zentimeter? Ja, also zweimal ein Standardlineal plus ein bisschen. Ja, ich habe kein Lineal da. Nee, aber ich meine, das kann man sich ja richtig gut vorstellen. So ein Standardlineal. Ja. Also quasi der Durchmesser von einem Pizzateller mal zwei. In etwa. Schon nicht schlecht. Danke. Ja, also maximal. Ne? Ist nicht immer so, aber geht nicht. Das passt leider nicht ins Bild. Ja, gut. Ja. Ja. Doch. Ist schon groß. Sag mal, das ist eine Schildkröte. Das ist sehr süß. Hast du das da drum gehäkelt? Nö, habe ich geschenkt gekriegt. Sehr cool. Süß, ne? Also, die werden 3,20 Meter lang, die Männchen, im Durchschnitt. Insofern geht das dann von der Proportion wieder so in etwa. Ja. Und die können mit ihrer Wangenmuskulatur einen extrem starken Wasserstrahl erzeugen, um ihr Futter sauber zu waschen vom Sand. Also die Muscheln können sie so Wasserstrahl machen. Aber machen sie das dann unter Wasser? Unter Wasser, ja. Also wahrscheinlich. Also sie finden die und dann spucken sie die sauber. So. Die kärchern ihr Futter sozusagen. Ja, kärchern ihr Futter. Ja, die kärchern ihre Muscheln und dann nehmen die Muscheln in den Mund und mit ihrer Zunge kriegen die das irgendwie mit so einem, keine Ahnung wie, Unterdruck oder so. Die können ihre Zunge wie einen Kolben einsetzen, also vor und zurück oder oben nach unten, ich weiß es nicht wie, mit über einem Bar und damit trennen die, nicht Rechern, Kärchern, Horst, die Kärcher, wie dieses gelbe, wie dieses, was, womit man die Fliesen sauber macht auf der Terrasse. Ja, oder? Kärchern. Genau. Ja. Also so ein Hochdruckreiniger. Genau, wie ein Hochdruck. Ja, danke. Ich habe leider, es muss jetzt auch unter TM, Trademark Kärcher, schlechte Ausdrucksweise. Hochdruckreiniger ist richtig.
über einen Bar Druck bauen die auf jeden Fall auf, in ihr Maul, um dann die Schalen von den Mollusken, also von den Weichteilen zu trennen. Und dann schlucken die einfach, die kauen nicht. Kauen ist überbewertet. Muschel, oh. Scheiße. Ja? Und die Schale spucken sie wieder aus. Ich vermute das stark. Es macht ja sonst keinen Sinn, oder? Also sie machen quasi so, sie saugen quasi das raus. So. Ja. Wie sie es genau machen, weiß ich nicht. Ich habe noch kein Video gesehen. Okay, ja, ich wollte bloß, dass ich es so verstehe. Also quasi, sie haben es dann im Mund und dann machen sie irgendwie so. Ja, irgendwie. Und dann spucken sie die Schale. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte man da nochmal recherchieren, wie das genau aussieht, ob es da ein Video zu gibt zur Mundmuskulatur. Ich habe es nur gelesen. Das heißt, ich müsste es mir jetzt selber auch vorstellen. Kann ja. Da keine besonders kompetente. Aber es ist auf jeden Fall klar, sie haben nicht irgendwie fette Zähne und können die zermalmen, die Schalen, sondern sie saugen das da raus. Sie haben Zähne, die sich aber abnutzen. Das ist wie bei Dugongs auch. Die haben am Anfang Zähne und die nutzen sich dann ab, wahrscheinlich, weil sie so viel Sand auch immer im Getriebe haben, sozusagen. Also sie benutzen ihre Zähne nicht so doll. Die kauen nicht, nein. Die großen Zähne, die sie haben, sind die Stoßzähne. Die haben so eine Zementschicht auch umdrum und wachsen in Relation mit der Größe. Mhm. Und das sind die, die bleiben und die anderen verkümmern, die sie sonst so haben. Die können bis zu 20 Zentimeter dickes Eis durchbrechen. Das krass. Erklärt dann auch wieder, warum man es hasst, wenn Wally sich auf dem Boot zieht. Weil ich glaube, 20 Zentimeter dickes Eis und so ein Boot aus Holz oder Gummi, das ist ein Witz für so einen Walrossmann. Ja, sehr gut. Danke. Da werden 20 Zentimeter dickes Eis. Das ist ganz schön krass dick. Ja, genau. Und ja. Ich glaube, da kann nicht man in einem Auto drauf. Ja. Also, die können was. Und ihre Oberlippenmuskulatur stellt die Barthaare auf, die sie brauchen, um ihre Muschelbänke da gut zu ertasten. Und genau, die saugen mit der... Warum können die nicht so gut sehen? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass sie ihre Augen weiter nach draußen oder nach drinnen, je nach Bedarf, stellen können. Also sie sind ein bisschen flexibel in der Augenstellung, aber wie gut die jetzt sehen können, weiß ich nicht. Aber ich glaube mal, dass es bei den meisten Tieren, die so Barthaare haben, läuft viel über den Tastsinn, wenn die im Wasser unten sind. Allein schon von der Anatomie. Also die haben ja ihre Augen nicht vorne am Körper, sondern seitlich. Stimmt, ja. Ja, und die starke Zungenmuskulatur, genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben, die saugen das Muschelfleisch aus der Schale. Ein Walross kaut nicht, sondern schluckt. Ja, so. Genau. Den Rest des Papers habe ich vernachlässigen müssen aufgrund eines zeitlichen Termindrucks, damit wir hier um 20 Uhr anfangen können. Ja, das ist mein Walross-Content für heute. Das war sehr interessant. Weißt du, weil ich habe jetzt auch so kurz die Fotos gesehen von Wally und so, der hat ja relativ kurze Zähne. Wie lange brauchen die zum Wachsen? Also ist dann quasi, je länger die Zähne, desto älter sind die auch? Ja, genau. Und die von den Männchen werden länger als die von den Weibchen. Aber ja, er ist halt Teenie. Er ist ein junges Walross, deswegen sind die noch kurz. Alles klar. Aber die Weibchen haben auch welche, bloß kürzere, ja, ne? Genau. Und haben die so Harem oder sind die gemischte Kolonien? Oder? Das ist auf Seite 3 des Papers, das ich nicht gelesen habe. Okay. Bis dahin. Ich frage nur, hätte sagen können. Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß es, bei den Seeelefanten ist es ein Harem, bei Kegelrobben ist es auf jeden Fall auch so, dass ein Mann seine Ladies beschützt sozusagen. Genau. Und ich könnte jetzt, wenn du jetzt irgendein anderes Thema anschneidest, bei dem ich nicht aufmerksam sein muss, kann ich das noch zwischendurch lesen. Aber ach so, ach Quatsch. Ja, ich erinnere mich noch auf Galapagos, da sind dann Seehunde. Ja.
Ja, Ja. die da rumliegen, aber die haben auch Harem. Da ist immer quasi ein starkes Männchen, das da immer auch, muss man immer gucken, ob der da gerade im Wasser rumschwimmt und das Revier bewacht. Dann darfst du da auch nicht ins Wasser gehen, musst du immer ein bisschen oder auf das Männchen gucken. Und dann haben die manchmal noch so ein paar junge Männchen, die noch quasi da in der Kolonie unterwegs sind. Auf die muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Aber weil die sonst manchmal mit dir Kräfte messen wollen oder so. Aber. Ja. Ja, das ist ein Klassiker bei Robben. Also insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch bei Walrossrossen so ist, weil das ja auch Ja. eine Robbenart ist, ne? Also so, wenn es in der Familie drinsteckt, diese Verhaltensweise. Aber ich kann es mal nochmal lesen und dann. Ja, alles gut. Ja. Ja. Das war Ja, gerade nur eine Frage, die mir eingefallen ist. Ich die musste gerade, ist auch eine gute Frage. mir ist gerade eingefallen, ich hatte neulich irgendwie so ein Video gesehen, wo sie so Seehunde, nee, sie. Waren es Robben? Waren es Seehunde? Ich glaube, es waren Robben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Gerettet haben. Also die haben, das war irgendwie so eine NGO und die haben halt immer Seehunde gefangen, die irgendwie so Angelschnur oder so um Hals hatten oder ne, irgendwie so. Und das war irgendwie ziemlich viele. Also es waren erschreckend viele. Und genau, und haben die halt da entheddert und so. Und dann hatten sie die ganze Zeit so ein paar Seehunde, die immer so einen Stachel im Hals hatten. Und sie wussten nicht, was das ist. Und dann haben sie irgendwann einen gefangen. Und da war quasi noch der entsprechende Fisch am Stachel. Und das waren, ach, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, das waren St. Joseph's Shark. Das sind eigentlich Chimären. Also sind eigentlich nicht Haie. Ja, Ach, die dritte Art zwischen. Totenkopf-Chimäre heißt sie auf Deutsch. Ah, okay. Ja, und die haben so einen Stachel am Rücken. Und dann, und es ist wohl so, dass die halt nicht mehr genug Nahrung hatten, wahrscheinlich die Robben. Und dann eben auch diese St. Joseph-Sharks gejagt haben, was halt eigentlich sonst gar nicht in ihrem Nahrungsspektrum ist. Und das waren meistens junge Robben, die haben die dann immer so geschüttelt und dann haben die quasi beim Schütteln sich diesen Stachel in den Hals gerammt und dann hängt er halt da und ist nicht so schön. Ja, Ups, brauche eine was andere man. Technik. Schlechte Oder Technik. anderes Futter. Ja, das mit dem Futter ist ja echt ein Problem. Also Klimawandel, Futter, Überfischung. Nahrungsgründe, ja, wir produzieren Probleme für die Meerestiere. Das ist ja genau deswegen vermuten eben die Wissenschaftler auch, dass sowohl Wally als auch die Walrossdame überhaupt so weit in den Süden gekommen sind. Und man ist sich auch nicht sicher, also das ist jetzt ein gutes Zeichen, dass der Wally jetzt wieder nach Island abgedampft ist, dass der auch vielleicht den Weg zurückfindet. Aber die sind ja schon hier, so tausende Kilometer von ihrem normalen Lebensmittelpunkt entfernt und ihren Kolonien. Ja, das ist in etwa so blöd wie so ein Dugong, der allein auf den Kokosinseln Ja, ist auch alleine. Fällt mir gerade ein, vor ein paar Wochen haben sie auch in Bremen am Flughafen, gab es auch eine Robbe, die Am da, Flughafen? ja, am Flughafen in Bremen, also nicht direkt am Flughafen, aber in der Nähe vom Flughafen, da ist so ein kleiner, ich weiß nicht, also Ochtum heißt das, ich würde es nicht Fluss nennen. So ein Bach, nennen wir es Bach. Und da war irgendwie eine Robbe drin und man weiß auch nicht, wo die herkommt. Und wie sie da hingekommen ist. Und dann wollten sie die fangen und haben sie aber nicht erwischt. Aber dann andererseits, ein Kumpel von mir hat erzählt, dass sie hier in der Weser, dass sie ständig irgendwie Robben sehen. Aber ich habe noch nie eine gesehen. Ja. Aber ja. Ja, man muss Glück haben. Also, man findet ja auch in Hamburg Robben und Schweinswale. Das stimmt, aber Hamburg ist noch mal ein bisschen näher am Meer als Bremen. Also in Bremen, Ja. also mein Mitbewohner hat auch schon mal einen Schweinswal gesehen an der Weser, aber die sind eigentlich, also ist auch schon wieder einige Jahre her, aber und es gibt auch immer wieder Berichte, aber es ist extrem selten. Also früher war es wohl Ja. häufiger, aber mittlerweile ist es extrem selten. Ja, ich erinnere mich dann immer an die mal von mir recherchierte Geschichte von dem Beluga-Wal, der im Rhein rumhing. Habe ich euch ja Stimmt. schon mal von erzählt. Ja. Moby Dick. Stimmt. Und der, Ja. war es ein Buckelwal in Montreal? Ich glaube, es Das war ein kann Buckel. sein. Ich glaube, es war ein Buckelwal. Da hatten wir, glaube ich, auch drüber geredet. Das war vor letztes Jahr. Letztes Jahr, glaube ich. Letzten Sommer war ist ein, den, wie heißt der, St. Lorenz-Strom, ist ein Buckelwal bis nach Montreal
runtergeschwommen und dann hing er da Oh. und kam irgendwie nicht weiter, ich glaube wegen Schleusen. Und dann war der aber richtig lang da in Montreal und dann konntest du da einfach in der Stadt am Fluss stehen und den Pfad angucken. Oh. Das war echt, also ich war nicht da, aber es war absurd. Also ein Freund von mir wohnte da und der hatte immer bei Instagram die Videos und so. Und ich weiß gar nicht, was letztendlich am Ende mit ihm passiert ist. Hoffentlich hat er den Muss Weg man. zurückgefunden. Ja, ich denke Also, schon. weil durch die Schleuse kommt er ja nicht so Nee, nee, einfach. nee, genau. Er konnte nicht weiter. Aber ich meine, es war halt schon echt. Das Das ist schon weit weg, ja. ja, schon weit weg von wo er sonst sein sollte. Ja, Gutes voll, Stück. das ist sehr krass, weil ich habe mal in Quebec Stadt gewohnt. Das ist ja so mit dem Auto nochmal, weiß nicht, 300, 400 Kilometer Ja. entfernt, den St. Lorenz-Strom, also weiter Richtung Norden. Meer sozusagen. Das heißt, dass da mal irgendwer vorbeischwimmt, ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie es mit der Art von Walen. Also die Belugas sind auf jeden Fall Die. so 100 Kilometer weiter in Tadoussac und schwimmen. Also da sind alle Genau. möglichen Walarten. Nee, genau. Ich war da auch oben im Norden. Genau, da hast du Belugas, da hast du Blauwale, hast du alles richtig Ja. geil. Also es ist wirklich, also zum Whale-Watching, das ist der absolute Hammer Ja. da. Ja. Aber genau, aber das ist halt nochmal fast 1000 Kilometer hoch oder so. Und eigentlich viel von Nicht Montreal. ganz so viel. Ja, Von vom, Montreal. ja, Von aber Montreal. 1000, also 5, also Ja, 5, taus ja, nee, 600 taus würde ich nee, sagen. stimmt, 1600. Ja, sowas in der 600, Art würde ich auch schätzen. ja. Aber ja, aber es ist auf jeden Fall ist schon ein gutes Stück weg. Und ich glaube, eigentlich viel Ja. weiter gehen die eigentlich nicht Nee. rein. Ja. Also es war auf jeden Fall schon ungewöhnlich. Ja, aber Whale-Watching, das ist echt krass gut da. Ja, Das. das ist, also das ist der absolute Hammer. Ich habe dann auch Videos von, weil man in Kanada gibt es öfter mal das Thema, bauen wir eine Brücke oder lassen wir einfach nur eine Fähre hin und her fahren. Und weil die ein relativ wenig besiedeltes Land sind, lohnt es sich oft nicht, eine Brücke zu bauen, sondern machen die halt so eine Bedarfsfähre dahin. Und Tadoussac ist ein Fjord, wo die Belugas immer rein und raus schwimmen, also je nach Jahreszeit und da, wo jeweils ihre Lieblingsfische rumhängen. Und da gibt es dann eine Fährverbindung, wenn man mit dem Auto über diesen Fjord möchte. Das hab ich mit meinen Freunden gemacht, weil ich, um nach Tadoussac, also von Quebec nach Tadoussac zu kommen, muss man mit dieser Fähre fahren, weil Tadoussac liegt auf der anderen Seite von diesem Fjord. Und wir stiegen auf die Fähre und dann waren auf einmal überall Whale-Watching-Boote um uns rum, weil die Wale präsentierten sich in echt großer Anzahl. Also ich habe wirklich auch fast jede Art von Wal da gesehen, einfach mit der Autofähre. So. Ja, Also. das ging uns ganz genauso. Ja. Ja, wir kamen Wozu auch da an, Whale-Watching? Ja. sind auf die Autofähre und da war meine Freundin auch so, ich glaube, das ist ein Beluga. Ich sage, so, Quatsch, da kommt jetzt nicht ein Ja. Beluga. Ja. Doch, Doch, doch. ja, stimmt, alles voll. Ja. Ja, Ja, es ist richtig krass. das. Und es ist auch, also wirklich so, du kannst da einfach am Rand sitzen und dann tauchen da einfach vor dir die ganzen Wale auf. Also auch wirklich so, Ja. da kannst du einfach so rumsitzen und kannst den ganzen Tag Wale angucken. Die Ja. tauchen da einfach Es ist so auf. wie Tauben füttern mit der Hand in der Stadt, so ein bisschen. Ja, Es ist schon. hier ist ein bisschen Brot. Ja. Hier, Grill. Ja, das ist echt krass. Also wir waren dann auch einmal noch, wir waren noch mit dem Kajak, mit Seekajak draußen zum Oh, Whale-Watching. geil. Und dann hat es irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie saßen wir dann auch eine Stunde, haben gewartet, bis wir endlich starten können, war alles voll mit richtig fett Walen und so. Und dann sind wir losgepaddelt, kein einziger Wal, ne? Kein einziger Scheiße. Wal. Es war gerade alles noch voll, kein einziger Wal. Und Ja. dann kamen irgendwie so noch so ein paar Schweinswale irgendwie. Und so wenigstens etwas. Und dann Die netten. kam, ja, am Ende kam dann doch nochmal, ist irgendwie so direkt neben unserem Boot, ist dann so ein Minke Whale. Ich weiß nicht, ich gucke gleich nach, wie sie auf Deutsch Minkwal sind. gibt's. Bitte? Minkwal gibt's. Minke Also, Whale, ist es Minke vielleicht Whale auf ist, Deutsch? ja. Ja, der ist so direkt so mit dem Maul so neben uns so hoch, so puff. Also die sind auch nicht Ups. klein. Und das war dann schon so, okay, das war cool. Und ja, und dann sind wir irgendwie zurück. Es war trotzdem nice, aber es war halt echt so, davor war alles voll mit Walen und dann haben wir halt Ja. quasi nur die Schweinswale und die Minke-Wale gesehen. Und dann meinte halt der Führer auch so, ja, gestern haben wir einen Blauwal gesehen, der war irgendwie so 50 Meter weg und so. Und ich wollte eigentlich am Tag vorher gehen, paddeln gehen. Und dann haben wir uns voll geärgert. Und dann hat er uns aber erzählt, dass am Tag vorher bei der Tour, wo sie alles Tolle gesehen haben, ein Boot halt auch vom Belugas umgeschmissen wurde. Oh shit. Und also es ist quasi nichts passiert, aber das Ding
Das Wasser dort hat irgendwie 4 Grad. Du bist da im Meer, also der Seegang ist ziemlich krass. Und es sind sehr, sehr schwere Seekajaks und so. Und ich würde nicht gern in 4 Grad kaltes Wasser reinfallen mit so einem Kajak, wo ich nicht weiß, ob ich es selber schaffe, da wieder reinzuklettern und das umzudrehen und so. Und dann waren wir doch ganz froh, dass wir nicht den Tag davor dabei waren und die Belugas uns umgeschmissen hätten. Das ist quasi, das sind die Kumpels von den Orcas, die da gerade vor Spanien und Portugal rumhängen, wahrscheinlich. So, hat sich so rumgesprochen. Ja, sind halt sehr neugierig irgendwie, ne? Ja, Die das sind die Belugas. Kanarienvögel des Meeres, die Belugas, weil die so viel zwitschern. Ja, aber Ein ja, das sehr, ist sehr echt, gesprächiges also, Volk. das ist schon echt ein krasser Whale-Watching-Ort dort. Ja, richtig, richtig cool. Ja, das Ja. ist. Und man War muss auch. halt kein richtiges Whale-Watching machen, um Nee, du zu kannst da gehen. wirklich einfach dich auf dem Stein an die Küste hocken und Ja. kannst es sehen. Wann warst du da? Ich war da 2016, also weil ich war da auf einer Konferenz in Montreal und dann habe ich quasi mit Kollegen haben wir gesagt, dann nutzen wir das doch auch für einen Urlaub und dann haben wir noch eine Woche Urlaub dran gehangen und genau und sind dann haben ein Auto gemietet und haben uns da quasi so langsam da hoch gearbeitet und waren dann da oben und ich war auch echt froh, dass wir das gemacht haben, also weil wir hatten nicht so einen richtigen Plan und ich habe eben einen Freund, der in Montreal wohnt und der hat uns halt gesagt, so, fahrt auf jeden Fall da hoch, Ja, weil das war auch im ja. August, da sind die Wale da, fahrt da hoch und dann Ja. habe ich das einfach durchgesetzt. Und ich glaube, im Sehr, sehr gut. Nachhinein fand es auch niemand schlimm. Aber Ja, die Natur ist da ja auch einfach der Hammer. ja, Also. mega. Also wir haben dann halt immer bei Nationalparks gestoppt und genau, und da so gezeltet und man wandern und so. Und ja, es war halt natürlich dann da oben ist ein bisschen kühler, ne? Also man Ja. ist dann schon in nordischen Breitengraden und dann hat es halt irgendwie auch, dann ist es zwar Hochsommer, aber es hat halt nur noch so 18 Grad. Aber und das Wasser hat halt nur 4, also mit Schwimmen ist nichts, aber ja, also von, ja, also Natur ist der Hammer, mega schön und Whale-Watching ist. Ja, ist ein Traum. Und man kann auch Bären gucken. Sehr viele Bären. Bären, die mit ihren Eltern über die Straße laufen, zum Beispiel auf dem Highway. Wir haben keinen Bären gesehen. Echt, ich habe so viele Bären gesehen. Ah, nee, ich habe, also in den USA habe ich viele Bären gesehen, aber dort habe ich keine Bären gesehen. Aber wir haben einen Baumstachler gesehen. Ich habe auch noch Fotos von Baumstachlern. Die Aber sehen ja, aus wie ich diese. wusste davor gar nicht, dass es Die sind so Baumstachler geil. gibt. Der saß nachts auf der Straße und wir mussten anhalten und der saß da und der wollte nicht gehen und wir waren noch so, was bist du? Ja. Ein Stachelschwein, Ja, die sehen aber aus wie ein Stachelschweine, ja. Biber-Stachelschwein. Ja, die sind so süß. Ja, Ja. ein Ja, ich Baumstachler. habe ganz tolle Porträtbilder von Baumstachlern da gemacht in der Gegend. Ich glaube, die habe ich sogar Genau. noch. Ja, Ja. witzige Viecher. Ich wusste nicht, dass sie existieren. Ja, die hängen da einfach so zu Fuß und auch im Baum rum. Wenn Ja, sie wir keinen Bock mehr haben. haben, dann gehen sie auf den Baum. Aber man muss halt warten, bis sie drauf sind. Ja, irgendwann hat er saß auf der Straße, er hat uns völlig entnervt angeguckt. Ja, Und ist dann ja auch hat nervig. irgendwann hat er dann sich bewegt. Ja, die sind echt süß. Oh, ich werde müde. Ich Hilfe. auch langsam. Ja, hast du noch irgendein Thema vorbereitet? Nee, gar nicht, weil also man muss dazu sagen, also André ist spontan ausgefallen. Das heißt, André hatte eigentlich halt noch was vorbereitet, aber jetzt ist er halt spontan ausgefallen. Nee, habe ich auch nicht. Tja, Es war ich habe alles auch zu nichts mehr. spontan. Ich hab über Orcas und über Walrossi. Aber was ist denn hier mit unserem Chat? Ja, Habt ihr noch der Fragen, sind. Themen? Ja, Seid wollt ihr noch irgendwas ihr happy, wie über. die Wahl ausgegangen ist? Haha, der Wahl, die Wahl, Der der, die, Wal. das Wahl, wie der Der Wahl Wal, das gegangen ist. Walross. Oh Mann, ey, bloß nicht die Wahl. Nee, aber ja, auch spannend. Oder Ja, ich vielleicht weiß. möchte auch jemand etwas über Julias Medienpräsenz in den Sommerferien wissen. Es geht weiter. Ich hatte Hast keine du eine Medienpräsenz in den Sommerferienpräsenz? Sommerferien. Nein? Nee. Dann war das alles vor den Sommerferien. Ich habe Ich überhaupt habe kein das halt. Zeitgefühl mehr. Ich weiß auch nicht. Ich war in der Ostsee, Inga.
Das war ganz Wo? schön. Auf dem Darß. Ja, schön. Bei Zingst auf dem Darß. Ja, Hast du bei die? Prero, bei Prero war Ja. ich. Oh, es ist so schön. Warst du auch in der Künstlerkolonie und so? Hast du so Nee, nee, der kulturelle Dinge Künstler. angeguckt? Nee, wir waren nur, wir haben am Strand, wir waren da bei dem beim Regenbogencamp. Im Oh. Regenbogencamp, wo man, da kann man Hippie. in den Dünen campen. Und das ist schon ganz schön cool. Aha. Also kannst du ein Zelt in den Dünen aufschlagen. Und also das ist quasi ein riesiger Campingplatz, aber das, dadurch, dass sich das so über, keine Ahnung, 2 Kilometer zieht, ist es dann doch alles sehr gut verteilt. Und ja, es ist ziemlich nice da. Oh, hast ja eine Meinung. Eine große Koalition mit Juniorpartner Der CDU. CDU. Aha. CDU. Ja, auf Lass jeden uns Fall, ja, mal, Ostsee. Ja, nee, es war, also wir hatten richtig Glück. ja. Wir hatten mega geiles Wetter, 4 Tage lang. Ich war sogar schwimmen, es war arschkalt, aber ja, nee, war Wann warst nice, du auf jeden da? Fall. Wann war das? Ende September. Jetzt ist Ende Ende September, September. Ende August, sorry, Ende August, also so vor 4 Wochen her. Ja. Schön. Ist es Regenbogencamp so eine Hippie-Kommune? Nein, Es gibt überhaupt nämlich gar so nicht. weltweit Regenbogencamps. Nee. Nein, gar nicht. Das ist so ein deutscher Campingplatz. Ein Mit deutscher Camping. Dauercamp, also mit Dauercampern und so. Geil. Und richtig, und dann ist dann auch, ich war halt echt, ich war noch nie auf so einem Camp, also ich war echt lange nicht mehr auf dem Campingplatz generell, aber ich war noch nie auf so einem organisierten Campingplatz, glaube ich. Weißt du, die hatten dann, es gab dann in der Mitte so quasi so einen kleinen Dorfplatz, weißt du, wo dann gibt es einen Supermarkt und einen Bäcker und so ein Zeug. Ui. Und dann gab es halt irgendwie auch so ein Restaurant, so ein Italiener. Boah, da haben wir uns einmal eine Pizza, boah, Alter, die schlechteste Pizza, die ich weiß nicht, je in meinem Leben gegessen habe. Also es ist echt so, Tiefkühlpizza ist besser als das, was wir da Oh gekriegt haben. nein. Und es gab auch Kaffee, so einen Kaffee-Vollautomaten im Supermarkt. Alter, der Kaffee, also ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, so schlechten Kaffee zu machen. Aber sonst so naturmäßig war es sehr schön. Und Ja. was ich da auch gelernt habe, was mich total überrascht hat, bei den Bädern, da waren überall Schwalbennester. Und die hatten halt lauter Schwalbennester, und das heißt, die Nester waren auch so, du konntest die super gut sehen, die waren direkt so über deinem Kopf. Und genau, das hat die Schwalben halt irgendwie nicht gejuckt. Und es war alles voll, und die waren halt so grad vorm Flügge werden, die Kleinen. Also die waren schon richtig dick und hingen immer raus und waren immer so. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, tagsüber hauen die halt ab. Und abends kamen quasi die Jungvögel wieder zurück und haben sich wieder füttern lassen. Also morgens und abends haben sie sich immer füttern lassen. Tagsüber sind die irgendwie abgehauen und keine Ahnung, haben ein bisschen Party gemacht. Und abends sind sie wieder heim zu Mama und haben sich irgendwie schön füttern lassen. Und ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass das bei Vögeln gibt, wenn die schon das Nest verlassen und fliegen können, dass die halt einfach wieder zurückkommen. Ja, Hotel Mama ist, Ja. scheint so ein Ding zu sein. Auf jeden. Ja. Fand ich witzig. Haben wir Das da wusste ich auch irgendwie nicht. ganz gut beobachtet. So, ah, jetzt sind die wieder leer. Mal gucken, heute Abend alles wieder voll. Ja, wenn mal die Eltern zwischendurch zurückkommen würden und sehen würden, dass die Damen und Herren da schon lange eigene Wege gehen und nur noch aus Faulheit sich da se so servieren lassen, Sachen servieren lassen. Ja. Erschreckend. Das auch bei Schwalben so ist. Ja. Scheint ein Die ganz Jugend natürlicher Rhythmus zu von sein. heute, Inga. Das ist ja echt furchtbar. Nein, ich finde die Jugend von heute sehr gut. Ja, und dann hatten wir halt noch ein bisschen Probleme mit Möwen, aber das ist ja, glaube ich, immer Oh, so. attackierende Möwen. Ja, die so morgens auf dem Zelt landen und versuchen, die Sachen zu durchsuchen und so. Also ich meine, wir haben da halt die erste Nacht einen Fehler gemacht und einen Müllbeutel draußen gelassen. So, das haben wir natürlich schnell gelernt. Ja, aber die Möwen auch. Die Da Möwe könnte auch. man potenziell was holen. Ja. Und eine Möwe hat ein Buch geklaut. Ach. Was? Seit wann lesen die? Das war richtiger, ja, keine Ahnung, da hat ein Typ am Strand geschlafen und er hatte neben sich liegen ein Buch und eine offene Chipstüte. Und die Möwe Ach, kam die hat's verwechselt. und hat das Buch mitgenommen.
Wahrscheinlich hat war so eine Auftragsklaumöwe und die konnte links und rechts nicht unterscheiden. Also, du nimmst das, was da links ist. Okay, okay. Das hier? Nein! Nicht die Bibel. Ich wollte die Chips. Ja, mir hat auch mal eine Möwe auf Langeoog meinen Tabak geklaut. Oh, das ist aber tödlich für Möwen. Ja, also, ich weiß auch nicht. Das ist doof. Ich weiß auch nicht, ob sie das überlebte. Ja, auch meine komplette Tasche auseinandergenommen. Oh Mann. Also zu Möwen kann ich drei Dinge beitragen. Zum einen, es gibt anscheinend richtig aggressive Möwen in England. Ich habe Freunde, die in England längere Zeit verbracht haben und ich habe denen das immer nicht geglaubt, dass die so aggressive Möwen haben. Also richtig so wie bei Hitchcock die Vögel so ein bisschen. Und da gibt es aber regelmäßig Berichte in der, okay, es ist wahrscheinlich so ein Klatschpresse bildmäßig, aber so gefährliche Möwen, das ist das eine. Also können richtig gefährlich werden wohl. Und dann war ich auf Helgoland mit der Uni und da steht dann beim Bäcker schon dran, Achtung, kein Essen offen draußen rumtragen. Ne? Also keine Pommes, keine Brötchen, nicht einfach hier, gehen Sie nicht mit Ihrem Mitnehmen-to-go-Artikeln einfach so raus, achten Sie auf Ihr Essen. Ja, der Tourist, ne? Also ich nicht, aber da die Touristen, die vor uns standen in der Schlange, so Möwen, bla bla bla, ja, ja, die, also so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Ne? Kaum waren die draußen, das hat keine 2 Minuten gedauert, Sturzflugmöwe und weg war das Fischbrötchen. So. Und dann haben die sich voll aufgeregt und dann, ja, aber hey, also es war wirklich mit Ansage. Und oh. Ein, der dramatischste Möwenvorfall. Die werden gerade gewarnt, dass ein Raid kommt. Ja, immerhin weiß ich, was ein Raid ist, aber das Erschreckende ist, wir sind mit unserem Content durch. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein schlechtes Timing für ein Raid. Ja, wir können euch jetzt noch angehen, aber die letzte Möwengeschichte, die mir persönlich passiert ist, ich habe einen jüngeren Bruder und wir waren früher im Sommer immer auf Langeoog, da wo die Möwen Tabak klauen. Und Olaf, ja, nicht mehr 2 Streams gleichzeitig gucken. Ich dachte, Männer sind gar nicht so multitaskingfähig. 2 Streams gleichzeitig. Hast du 2 Bildschirme oder wie machst du das? Unglaublich. Und so Dolby Surround. Links den einen Sound, rechts den anderen Sound. Und wir waren da immer im Sommerferien, dann gibt es da diese Strandspiele auf Langeoog, wo man sich dann als Tourist anmelden kann und dann macht man irgendwie Quatsch mit den anderen Touristen das unter Anleitung. Ran mit deinem Fischbrötchen vor der Möwe weg. Das gab es damals. Damals waren die Möwen friedlicher, was noch ein schlimmeres Gewissen bei meinem jüngeren Bruder hervorrief, als Folgendes passierte. Der konnte richtig gut werfen. Inga. Nein! Wir sind doch durch! Oh, warum? Oh Gott. Mit 400 Leuten kommt die hier. Alter! Das. Oh, Reini! Warum denn heute? Hallo, liebe. Hi. Inkorrekt, Leute. Ja, das war ein Raid, Mann. Ey. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Ihr kommt voll zum falschen Zeitpunkt. Wir sind nämlich heute nur zu zweit, weil André leider spontan nicht konnte. Und wir sind mit unserem Content schon durch. Ja, aber wir sind nicht alleine, weil anscheinend haben Reini und Nico auch kein Content mehr um diese Uhrzeit. Das haben wir uns rübergeschickt. Ja, liebe Grüße an euch alle. Reini sagt, wir sollen nach dem Buch fragen. Ja, Julia, ja, schön. Ja, wir können gerne über das Buch noch kurz quatschen. Vielleicht werde ich dann wach, aber da muss ich mir auch dringend noch ein Bier holen. Aber ich wollte die Möwengeschichte noch zu Ende erzählen. Ja, also, genau. Ja, wir reden gerade über Möwengeschichten und wie assi Möwen sind und was sie für Aktionen kicken. Ja, und jetzt kommt leider die Kehrseite der Medaille. Damals, als die Möwen noch normale Leute waren, da war ich in meiner Kindheit und auf Langeoog in den Sommerferien und habe einen jüngeren Bruder. Es gibt Strandspiele dort, die man als Tourist mitmachen kann. Und mein Bruder kann sehr gut werfen. Es gab ein Strandspiel, bei dem man einen Tennisball werfen musste mit 2 Mannschaften. Und er hat einen sehr harten Wurf
Und er hat beim Werfen, er war selber, weiß ich nicht, 10 oder so, sollte weit werfen. Und er hat eine Möwe abgeworfen. Und diese Möwe ist sofort gestorben. Sofort. Oh nein, vor Ort. Das hast du schon erzählt. Ja. Es tut mir immer noch leid für meinen jüngeren Bruder, dass der, ich glaube, das ist ein Trauma fürs Leben gewesen, weil er wollte seine Mannschaft nach vorne bringen, wirft auch sehr gut und bäm, fällt die Möwe runter und stirbt vor seinen Augen. Und das für so ein 10-jähriges Kind. Ja. So, Inga, ich glaube, wir müssen jetzt mal hier kurz auf unseren Raid reagieren. Ja. Wir sollen uns mal kurz vorstellen, weil wir haben jetzt 500 Leute hier drin, die nicht wissen, wer wir sind und warum sie hier geschickt wurden. Oh Mann. Also, wir sind plötzlich Wissen, also das ist Inga und ich, Hi. Julia. Und eigentlich haben wir noch André dabei, der heute leider spontan nicht konnte. Und wir haben noch Dilhan am Start. Der genau, steht da warte, er Inga kann kurz Hallo gemacht. Sagen. Ja, er sagt auch gerne Hallo. Hi, 500 Leute, super. Kann mir jemand Algen liefern oder lieber Seegras? Oder will ein Dugongrockel? Dilan, geh mal wieder zurück. Okay. Also das ist der andere junge Herr. Falls ihr noch nicht wisst, was ein Dugong ist, wir haben eine Website, da steht das drauf. Bei Fragen beantworten wir natürlich auch Fragen. Es ist ein Meeressäuger, klassischer Meeressäuger. Es ist ein Freund von Reini. Genau, wir sind nämlich, wir kennen Reinhard. Wir sind alle Science-Slammer und darüber kennen wir uns. Und genau, und wir machen eigentlich ein Wissenschaftskommunikationsprojekt, wo wir eigentlich in Kneipen gehen und einfach so mit Leuten quatschen und Bier trinken und über Meere und Ozeane und Wissenschaft reden und so. Und was halt eben die letzten 1,5 Jahre nicht ging. Und deswegen sind wir dann auch letztes Jahr auf Twitch gewechselt und labern hier halt die Leute voll, die zuhören wollen. Und meistens zocken wir halt irgendwie auch irgendwelche Meeresspiele und so. Apropos, hier Strategie. Genau. Julia, wie heißt denn das, was wir eigentlich mit Reini und Nico spielen wollten? Habe ich vergessen. Aber ja, genau, weil irgendjemand hat schon gesagt Crossover. Ja, wir wollten auch immer mal Crossover starten. Ja, da könnt ihr jetzt ein bisschen Druck. Dugong. Nee, nicht Dugong, Dugong. Warte, Dugong. Ich suche euch die Seite dazu raus. Ja, das kriege ich jetzt Dugong hin. Dugong mit D. Ist ein tropisches Meerestier. Eine Gabelschwanz-Seekuh. Saufen und Science. Ja, genau. Also wir haben sogar geschafft, uns das gefördert zu kriegen. Also das Ministerium für Bildung und Forschung hat uns ein Jahr Saufen und Science finanziert. Ja. Und ja, genau. Und irgendjemand hat noch geschrieben wegen Buch und Reini hat gesagt Buch. Genau, ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt, wenn Haie leuchten, da haben wir schon echt hier sehr viel drüber geredet. Aber Heute auch schon. Jetzt für die Neuen, wenn es euch interessiert, es geht um Meereswissenschaften. Und zwar um alle möglichen verschiedenen coolen Themen. Also es geht um Haie, es geht um Delfine, es geht um Plastik, es geht um, warum Lebewesen im Meer so alt werden können. Es geht um Quallen, es geht um Viren, es geht um Bakterien, es geht um Insekten. Also alles, alles quer durch. Ich glaube, da findet jeder ein Thema, das ihn interessiert. Genau. Julia macht die Erwachsenen. Oh, das Bier nicht vergessen, das ist ein sehr... Julia, red doch mal ganz kurz weiter. Ich habe nämlich hier leider keine Service-Menschen, die neben mir sitzen. Ich muss mir ein neues Bier holen, sonst... Achso, ja, musst du dir mal Service-Menschen besorgen, Inga. Aber ich hab kein Bier mehr. Da hilft mir auch mein Service-Mensch nicht, ne? ist es auch lustig, das Buch... Ja, es ist manchmal lustig. Alles, was verpasst. Inga, ist das Buch lustig? Manchmal ist es lustig. Also es ist so, es ist sehr unterhaltsam. Ja, also es ist populärwissenschaftlich, es ist so geschrieben, dass es einfach zu lesen ist und schon unterhaltsam. Also ich habe es versucht, unterhaltsam zu machen. Warte. Wir streamen ungefähr alle 2 Wochen. Und wir sind aber... richtig schlecht wir haben nicht einen Tag, wo wir streamen, sondern wir müssen uns immer zu dritt abstimmen und es ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen muss man immer bei uns irgendwie auf die Vorschau gucken oder auf unserem Discord-Server oder bei Instagram oder so, dann sagen wir immer, wann wir streamen. Und jetzt gerade müssen wir, weil André jetzt gerade spontan aufgefallen ist, müssen wir erstmal gucken, wann wir den nächsten Termin machen. Ja, aber wir haben einen Discord-Server und es gibt hier, wir haben einen Bot eingerichtet, also André hat uns einen Bot eingerichtet und deswegen wird jetzt bestimmt hier demnächst auch wieder erscheinen, wie unser Discord-Server heißt. Ja, und genau, ich trinke sehr gerne Störtebäcker,
Hanseporter, das ist quasi das Malzbier unter den Bieren, aber mit Alkohol. Ja, und sonst was haben das Buch bekommt man in jedem Buchladen oder Internetshop oder wo auch immer man Bücher kauft. Ja. Und irgendjemand, gibt es Meeresinsekten? Das ist eine Frage, die das Buch beantwortet. Ja. Also ja, ja, es gibt sie, aber nur sehr wenige. Mhm. Aber sie sind auch cool. Sehr übersichtlich, die Meeresinsekten. Ja. Es gibt welche, die am Mondzyklus dranhängen, mit ihrem innerhalb von wenigen Stunden vermehren müssen. Wie heißen die nochmal? Das sind doch irgendwelche so Mückenarten. Cluino marinus. Ja. Ich habe nämlich, ich mache Kindersachbücher und habe ein Meereskartenspiel, das kommt aber erst nächstes Jahr raus und da habe ich auch diese Meeresinsekten drin. Da durfte ich mich schon mit Julia austauschen. Wir haben uns über Meeresinsekten unterhalten. Ja. Muss man noch irgendwas wissen von uns, außer dass wir auch Bier trinken? Leider kann der nur eine Wochenrhythme nichts kompliziert. Ich bin nur wegen Rating. Also, aber ich hatte geschaut, aber es ist zu kompliziert nachzugucken, wann wir. Na, du kannst uns ja auch folgen und dann kriegst du eine Nachricht, wenn wir streamen. Dann kannst du ja spontan vorbeikommen. Ja, die Dinger, sind die wir nicht leuchten. Die Dinger, die leuchten. Es gibt voll verschiedene Dinger, die leuchten. Zum Beispiel Haie. Es gibt Haie, die leuchten, die fluoreszieren. Es gibt Algen, die leuchten von selber. Es gibt Quallen, die leuchten. Es gibt Fische, die leuchten. Alles. Es gibt Dinge, die unter UV-Licht leuchten. Es gibt richtig viel Geleuchte im Meer. Zu leuchten ist ziemlich angesagt. Es ist ein bisschen wie so eine Techno-Party unter Wasser. Mhm. Es gibt ja, ja, ich finde am faszinierendsten finde ich mit das Meeresleuchten, weil wir das ja auch echt gut selbst als Menschen sehen können, wenn wir über Wasser sind und durchs Meer laufen. Was machen wir im echten Leben? Also, ich bin Meeresbiologin und jetzt gerade Autorin und wir machen hier den Stream und ich mache noch einen Podcast und Inga ist Autorin. Und ja. Doktorandin. So? Genau. Ja, genau. Ich mache so Bildungssachen. Ich mache Kindersachbücher. Zum Beispiel, ich habe mal eins spontan, damit ihr wisst, was es so gibt. Zum Beispiel eklige Untermieter. Da geht es dann auch um unter anderem um Insekten. Basiert auch auf Wissenschaft. Da gibt es ein Paper, das ist vor einigen Jahren rausgekommen, wo es um Gliederfüßer im Haushalt geht. Habe ich mir gedacht, da kann man doch ein Kinderbuch für deutsche Verhältnisse draus machen, weil das Paper war eigentlich für Amerika. Und ich übersetze so Fachartikel und Ideen, die mir dann dabei kommen, in Kinderbücher gerne mal. Und mache auch Radio für den Deutschlandfunk für Kinder, zum Beispiel über Hundshaie, Heimat Nordsee. ich mag Wortspiele. Bücher und ganz viele Workshops. Auch manchmal Kinderunis und versuche in Bibliotheken so Sachbücher mehr, also so MINT-Themen unterzubringen. Arbeite manchmal Bibliothekarin daran, dass die so weniger Angst davor haben, sich mit Sachbüchern auseinanderzusetzen. Meine Bücher gibt es auch in anderen Sprachen, auf Russisch und auf Dänisch. Meine nicht. Ja, und Kartenspiele über Tiere, über Insekten. Beim Insektenkartenspiel gibt es auch Meeresinsekten, diese Cluinus marinus. Cluino marinus. Sache. ja, Paper in Kinderbücher zu übersetzen, klingt kompliziert und geht natürlich auch nicht eins zu eins, aber man kann die Ideen übernehmen. Also wenn man, ich hole euch da gleich mal was. Ich habe gestern gerade eine Lesung gemacht, deswegen liegt das alles noch so richtig schlimm. Ja, wir haben gerade so ein bisschen. Wir sind überfordert, so vieles im Chat normalerweise nicht los. Wir sind normalerweise auch zu dritt und der Durum kann überhaupt keinen Chat bedienen, sonst würde ich das einfach alles. Ja, wir haben. Wir hoffen sehr, dass wir, wenn sich jetzt die Corona-Lage dann irgendwie nächstes Jahr beruhigt, dass wir wieder in Kneipen gehen können und dass wir wieder.
Leute im echten Leben begegnen, weil das ist eigentlich, das mögen wir sehr gerne. Ja. Da haben wir wieder Ja. Bock drauf. Wir machen dann normalerweise auch die Experimente mit den Leuten vor Ort und kündigen unsere Touren an. Wir überarbeiten gerade die Website, die wir haben, und machen Interaktionen. Also ja. Nee, wir leben nicht direkt an der See. Also wir leben in Norddeutschland, in Hamburg und Bremen. Genau. Bad Zingerer. Also ich in Hamburg, Julia in Bremen. Und die Paper zum Beispiel von diesem ekligen Untermieter, das sieht so aus. Das ist eigentlich relativ viel Text, aber das, was mir ja daran total gut gefallen hat, war diese Seite hier, wo es dann darum geht, in welchem Habitat, kann man wahrscheinlich richtig schlecht lesen jetzt, sorry, wir sind nicht Das, vorbereitet auf euch. ja, aber es ist so ein kleines Häuschen, man kann schon Genau, erkennen. es ist ein Haus. Ja, es ist ein Haus. Und dann habe ich da draus gemacht, mit der Hilfe eines Illustrators, Überraschung, wieder ein Haus, diesmal aber in bunt und groß. Und dann kann man so durch die Räume gehen und sich irgendwelche Tiere angucken, zum Beispiel unter anderem mein Lieblingstier, das Bärtierchen. Ja, und das sind alles Tiere, die man eigentlich nicht so gerne hat, also im allgemeinen Volksmund. Ich finde die trotzdem ganz geil. Die sind ja wichtig, ne? Alle Tiere sind wichtig. Genau, sowas mache ich. Ja, und ich muss Zum jetzt hier Beispiel. gleich, ich muss hier Das ist Meeresläufer, total. Bakterien, ich muss hier gerade reingrätschen. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ja. Also es gibt Bakterien, die leuchten. Das sind die Alvibrio fischeri. Und da gibt es auch diese Flecken im Meer, die manchmal leuchten, warum man gar nicht so genau weiß, warum das eigentlich passiert. Und man vermutet, dass es vielleicht dafür da ist, dass die Fische, die mit den Bakterien in Symbiose leben, quasi kommen und sie fressen, damit die Bakterien quasi in ihren Symbiosepartner aufgenommen werden. Und es gibt dabei auch das Meeresleuchten, und das ist eigentlich das klassische Meeresleuchten, also das, was man so dann auch mal am Strand sehen kann, wenn man dann irgendwie einen Stein ins Wasser wirft oder so rumwirbelt und es leuchtet richtig krass. Das sind keine Bakterien, das sind Algen, das sind Dinoflagellaten. Und warum die das machen, also man denkt, dass das wahrscheinlich eine Abwehrfunktion ist. Also eigentlich, dass eben, wenn man drankommt oder in dem Moment halt eben durch die Welle oder die Wasserbewegung, die also Scherkräften ausgesetzt sind, dann haben die den Reflex, dass sie leuchten, und dass die Idee, dass sie quasi, wenn sie jetzt eigentlich von einem kleinen Krebschen, das es fressen will, angegriffen werden, die leuchten, und dann wird quasi der größere Jäger angezogen, also der Feind vom Krebschen, und wird eben dann aufgefressen, und so ist der Rest von den Dinoflagellaten geschützt, weil sie eben leuchten und so die größeren Jäger anziehen und das quasi ein Schutzreflex ist. Wenn man die Sehr guter Bärtierchen sind Content. beliebt. Die Bärtierchen sind halt auch mega geil, weil sie können so eine Tönchenform annehmen und die sind länger außer Lebensgesetz als Dornröschen. Also die können auch richtig alt werden, sozusagen. Bärtierchen sind so cool, dass sogar South Park eine komplette Folge dem Bärtierchen gewidmet hat. Ich möchte den Kennst du die, Raid Digga? dazu kurz verwenden. Nee, die muss ich mir angucken. Aber es gibt eine richtig geile Seite, die empfehle ich jedem zum Thema Bärtierchen. Und das muss ich nur kurz nachgucken, wie man die richtig schreibt. Ich glaube, sie heißt bärtierchen.org, aber wahrscheinlich mit AE. Nee, bärtierchen.de. Und das ist richtig cool. Da hat so ein Typ aus München ein Journal gemacht, das jeden Monat über irgendeinen Scheiß mit Bärtierchen berichtet und auch Anleitungen dazu gibt, wo man die wie finden kann und mit welchem Mikroskop man sie sich am besten angucken kann. Und Fun Facts ohne Ende. Also kann ich sehr, sehr groß empfehlen. Ich finde Geil. solche Fun Facts super. Es gibt auch marine Bärtierchen. Ich meine, die Seite ist geil, die ist vom 90er. Richtig gut, oder? Ja, der Typ ist, glaube ich, irgendwie, ich habe den mal recherchiert, ich glaube, der arbeitet beim Denkmalpflegeamt in München oder so. Ist es Comic Sans, die Schrift? Mhm. Ja. Oh, geil. Gute Seite, ey. Sorry, dass wir jetzt, Ja. also ihr könnt ja selber drauf gehen, wir können sie gerade nicht zeigen. Nee, genau. Ja, also Bärtierchen könnten uns alle überleben. Also Dornröschen haben sie auf jeden Fall überlebt. Sollte man überhaupt Ja, ich glaube, Dornröschen die hatten auch so glauben schenken. Experimente, wo sie die mal im All irgendwie hatten und Ja, so. haben die, Und genau, das die haben die ist, im All ne? ausgesetzt und ein Teil von denen hat überlebt. Man hat den auch Hm.
hohen Temperaturen ausgesetzt, aber so dauerhaft hohe Temperaturen überleben die wohl nicht, ist eine der neueren Erkenntnisse. Und Bärtierchen haben in ihrem Genom Dinge von Pilzen und Bakterien und sonst irgendeinem Scheiß eingebaut, also komplett artfremde Dinge, sind also crazy shit. Das Bärtierchen an sich. Das klingt echt nach crazy shit. Ja, und falls sich hier jemand mit Flöhen auskennt, also dieses eklige Untermieterbuch, das habe ich Julia schon erzählt, aber hier nicht noch nicht im Stream, das ist also für alle neu. Dass du Flöhe hast? Ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Flöhe habe. Ich habe es auf Twitter geteilt, tschüss, aber es DK. Hat... Schön, tschüss. Dass du da warst. Es hat irgendwie kein Schwein darauf geantwortet, ob das jetzt wirklich Flöhe waren, weil ich war bis Samstagabend in Portugal und ich war in dem krassesten 60er-Jahre-Hotel, das man sich vorstellen kann. Es sieht original aus wie ein Filmset und es ist natürlich dementsprechend überall Teppich. Und ich habe da so nachts, ne, ich lag da so und unter meiner Decke und dachte, also irgendwie juckt das, aber habe dann sofort so eine Horrorshow in meinem Kopf, weil ich über diese ekligen Untermieter geschrieben habe. Dieses Kinderbuch und habe mir überlegt, was kann das sein, falls mich jetzt was gebissen hat, hoffentlich keine Bettwanze. Und am nächsten Morgen habe ich im Bett tatsächlich was gefunden und ich habe das Foto geteilt auf Twitter und gefragt, ob jemand weiß, ob das jetzt ein Floh oder eine Bettwanze ist. Ja, aber es hat sich keiner gemeldet. Also falls jemand da Spezialist ist, könnt ihr gerne nochmal gucken. Ich habe es auch über Plötzlich Wissen geteilt, aber es kam keine gute Information bis jetzt drum. Ja, ich habe es mir auch angeschaut. Ich konnte es nicht, also es sah nicht aus wie eine Bettwanze. Nee, fand ich auch nicht. Aber ich kann es auch nicht. Ich habe noch nie einen Floh gesehen. Ich in live auch nicht. Aber ich habe einen richtig geilen... Aber, weißt du was? Weil ich mache ja, wenn ich meine Kinderlesung mache... Sorry, dass ich so scheiße spreche und ganz schlecht im Licht bin. Aber, Jules, das kennst du auch noch nicht. Ich habe mir was aus dem Tierarzt... Nee, oder waren auf jeden Fall keine Bettwanzen. Nee, ich glaube, es waren keine Bettwanzen. Aber ich habe mir was besorgt, was man im Tierarztbedarf kaufen kann. Deswegen kann ich dir jetzt einen Floh zeigen. Das benutze ich nämlich für die Kinderlesung. Anschaulich. Bitteschön. Ein Floh in einer, keine Ahnung was, 600-fachen Vergrößerung oder was das sein soll. Weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Geil. Und was kostet so ein Modell? Ja, es ist ein Dreier-Set, Julia. Es ist ein Dreier-Set. Ich habe auch noch eine Zecke. Ja. Und mein Favorit, ich habe also zwei Spinnentiere hier, denn das andere Spinnentier, du wirst es lieben, ist eine kleine Milbe. Oh. Wie süß. Ist sie nicht süß? Ich geh mal ein bisschen näher an die Kamera. Ja, sie ist schon süß. ich glaube, wir. Das ist. Der Chat verringert sich jetzt um 100 Leute. Ja. Ja, sorry, aber. Ausgepackt wird. Ja, Entschuldigung, aber einfach nur, weil das Flo-Thema aufkam. Und es gerade noch neben mir liegt, der Kram. Ja, boah, ja, Inge, oh. Wir waren gestern, es hat jetzt nichts mit mehr zu tun, tut mir leid, aber wir waren gestern im Wald Pilze suchen, ne? Schon ein bisschen spät eigentlich, aber und guck mal, was für nice, kennst du dich ein bisschen aus mit Pilzen? Ich kann die nur essen, wenn ich sie im Supermarkt kaufe, weil ansonsten könnte ich mich umbringen. Ah, okay. Aus Versehen. Okay, ja, auf jeden Fall richtig nice, dicke Steinpilze gefunden und so. Also wir hatten jetzt nicht so mega viel Pilze, aber so ein paar echt richtig nice und ein paar also Maronen und dann noch so ein paar von diesen Steinpilzen. Und dann sind wir nach Hause, wollten kochen, dann war ich so, naja, die Steinpilze mache ich nur so in Butter, die essen wir so und irgendwie den großen Steinpilz und dann machen wir noch irgendwie so eine Pilzpfanne. Und dann habe ich die Steinpilze in Butter angebraten und habe die hingestellt und ich probiere so und bin erstmal so, boah, was ist das denn? Und Marius probiert auch und ist so, nee, was ist das? Und sofort ausgespuckt. Und dann waren das, und es kam dann in meinem Kopf, so was, weißt du, meine Kindheitserinnerung kam dann so hoch. Und es gibt so Bitterlinge, werden die dann irgendwie auch genannt. Oh ja, den Namen kenne ich tatsächlich. Adalipo, ja, genau. Und ich weiß noch, wie meine Mom früher immer war, so, ja, immer so ein kleines Stückchen probieren, weil wenn du einen so einen Pilz, die sind nicht giftig, aber schmeckt halt mega krass bitter. Und wenn du einen Pilz da in dem Essen hast, dann ist das Essen versaut. Und boah, und es war so, also ich meine, das Ding ist, selbst wenn es giftig wäre, du könntest es halt nicht runterschlucken, weil es so absolut ekelhaft schmeckt. Und du kriegst auch stundenlang diesen Geschmack nicht mehr aus dem Mund. Ja, und das fand ich auf jeden Fall, ist mir noch nie passiert. Ich habe auch anderen Leuten die Fotos gezeigt, die waren auch so krass, das sind eindeutig Steinpilze. Aber nein, wir sind voll drauf reingefallen. Siehst du, deswegen mache ich das nicht. Ich habe einfach keinen Plan, mir wird das auch passieren.
Aber um deine Frage zu beantworten, dieses Set von Tieren hier, ne, kostet so 150, 160 Euro. Also ich habe gestern ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt, weil die Kinder wollten die dann alle anfassen. Und ich denke dann immer, ja, eigentlich nicht so cool, weil das ist Hartplastik, das gibt nicht so richtig nach. Und die spielen dann damit so, Flo, Flo, Flo. Aber sie haben es angefasst und ist alles gut gegangen. Aber besonders die Milbe macht mir Probleme, die hat so Kleinteile, die abbrechen können. Ja. Sonst muss man gucken, die Ja. gibt es auch. Ich hatte früher immer, gibt es die nicht so auch als Gummitiere? Ich hatte früher so eine Gummikakerlake und habe damit immer Leute erschreckt. Ja, Fand ach ich auch immer Julia, geil. soll ich noch mehr auspacken? Natürlich habe ich eine Okay, Gummikakerlake, aber alles klar. es eine Aber Milbe ist die gibt es schwieriger. nicht als Gummi, ja, okay. Ja, Hier, weil hier wird schon, hier wird hier deine Fotos werden analysiert. ja, der Halbjurist. Was ist man denn als Halbjurist? Nicht Volljurist. Geil, jetzt haben alle, ja, schlaft gut, Ja, träumt was sorry für Schönes. den. Ja, genau. Lasst euch nicht peitschen. Genau. Ja. Zurück zu den Pilzen vielleicht. Kakerlaken in Gummi gibt es auch manchmal bei der Mickey Maus. Ich habe eine tolle Kakerlake in großer Fauchschabengröße Alles aus der gut. Mickey Maus. Ich bin tatsächlich gerade auf die Pilze gekommen, weil du diese Viecher ausgepackt hast und halt Ja. der Wald war halt voll mit richtig dicken Spinnen und Spinnennetzen und man musste immer die ganze Zeit aufpassen, dass man nicht in so Spinnen reinrennt und deswegen bin ich gerade, sind mir die Pilze eingefangen tatsächlich. Ja, das ist ein sehr guter Übergang, also Gedankenping-Pong. Ich hatte übrigens eben, man kommt ja gar nicht mehr hinterher bei so einem Ja. Chat, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich bin Ja. total überfordert. Aber da hat jemand gefragt, ob das Meeresleuchten energieaufwendig ist. Genau. Ah. Um 21:59 Uhr hat Langer Jan 84 gefragt, wie teuer ist es für Meereslebewesen zu leuchten? Kostet das viel Energie? Das ist mir gerade noch Das ist aufgefallen. eine So mega viel gute zum. Frage. Also es kostet Energie, aber ich weiß nicht die Relation. Also es ist auf jeden Fall ein energiekonsumierender Prozess, aber das ist eine total gute Frage. Ich werde mir das mal angucken, weil jetzt will ich es auch wissen. Ja, Hexchen Luna fragt noch, gibt es das Viehzeug nicht auch von Schleich? Nee, leider sind es Randgruppentiere, die ich hier präsentiert habe. Und Randgruppentiere gibt es nicht bei Schleich, aber ein Einhorn kannst du da kaufen. Ja, jemand schlägt auch vor, die Riesenmikroben, weißt du, die ich immer beim Slam alle Leuten Ja, ins Gesicht werfe. mir zum Beispiel. Ich habe immer noch, apropos, Die mir habe ich fehlt das noch, nie du hast ins. mal. Nee, du hast mal bei einem Slam in Berlin im Wissenschaftsforum, da bin ich hin und da hast du geworfen, hast du gesagt, ja, und wer will sie haben? Und ich habe sie gefangen und dann hast du gesehen, dass ich sie gefangen habe Da habe ich gesagt, und gib hast sie gesagt, ab. Inga, genau, Inga, gib die jetzt ab. Du kriegst noch mal eine und das ist nie passiert. Ich habe sicher irgendwo noch welche. Ich Aber krieg's ich noch habe was. hier, ich weiß nicht, ob ich habe hier auch irgendein Bakterium in meinem Kuscheltierregal und ich weiß nicht, ob es dasselbe ist. Naja, Gott, jetzt muss ich die später. Meine Floh-Zecken-Milbensammlung ist jetzt total schlecht eingepackt, nämlich gar nicht. Ich habe das hier nur aus der Tasche, die neben mir steht, rausgefischt. Ups, muss ich später ordentlich einpacken. Ja, genau, bei Schleich gibt es nur Tiere mit breiter Fanbase. Wie gesagt, Einhörner oder Schlümpfe. So hier, they shall not pass. Nochmal die Frage, da sie untergegangen ist. Nur bei mir hat die Seite nur ein SSL-Zertifikat einfach vergessen worden. Das ist eine gute Frage, das geben wir an unsere Agentur weiter. Ich habe schon Beweis SSL-Zertifikat Fragezeichen aufgeschrieben, Ach, sehr gut, weil ich habe Inga. keine Ahnung davon. Aber wir haben eine Agentur und die soll die sowieso neu machen, die Website. Insofern kommt. Ich mag es, Fragen weiterzuleiten, von denen ich keine Ahnung habe. Das Bärtierchen hat eine breite Fanbase, dem würde ich zustimmen. Auf Ja. jeden Fall. Also auf Bärtierchen wird man echt viel angesprochen. Also zum Beispiel bei unserem Podcast auch kriegen wir auch immer viel Fanmail und da wird auch echt oft nach Bärtierchen gefragt. Ich möchte. Wir machen auch irgendwann eine Bärtierchen-Folge für den Podcast, auf jeden Fall. Dazu kann ich noch hinzufügen, dass ich für das
für die Präsentation von diesem ekligen Untermieterbuch unbedingt ein Bärtierchen bauen wollte, also eine Handpuppe. Ich habe hier diesen Dugong, den ihr ja eben gesehen habt, den habe ich selber gebaut in einer Handpuppenwerkstatt in der Nähe von Flensburg, da wo zum Beispiel auch Bernd das Brot entstanden ist oder Herr von Bödefeld oder so. Und mit denen bin ich mittlerweile befreundet, die sind super nett und ich wollte das Bärtierchen bauen für Lesungen, weil ich mit Handpuppen immer meine Lesungen mache. Und dann kam Corona dazwischen und die Lektorin von dem eklige Untermieterbuch, die ist sogar Patin des Namens, also den Namen gibt es schon, das ist, ihr Tierchen heißt nämlich Bärbel, aber es gibt es noch nicht als Puppe. Und sollte es jemals so sein, dann stelle ich euch das vor. Aber man braucht eine gute Werkstatt, um sowas groß und schön bauen zu können. Ja. Oh, und Fockaffe hat eine erschreckende Erfahrung mit Schleich gemacht. Die haben Riesenschnauze aus dem Programm genommen. Die sind bei ihm durch. Es tut mir leid. Ich habe Fockaffe, ich könnte dir noch, ich glaube, ich habe einen Haflinger-Pferd-Anhänger, seit ich mal auf der Spielwarenmesse in Nürnberg war. Und ich könnte dir den zukommen lassen. Es ist eine gute. Das ist ein guter Ersatz. Falls ich den noch habe, könnte ich mal nachgucken. Was? Eine Bärtierchen-Handtasche. Handtasche? Wo? Wer? Ja, hier, Taxi und Luna. Wollte sie mal für eine Freundin nähen. Großes Interesse, falls du in Serie gehen solltest und sie jemals entsteht. Ja, Olaf in It steht, genau. Pass. Ich muss dich, du fragst auf dem Podcast, ich muss dich enttäuschen, weil der ist leider für Audible, das heißt, der ist hinter Paywall, also kein Podcatcher. Sorry. Oh, und hier, das ist, weil man Geld verdienen muss. Und das mit dem SSL-Zertifikat, das ist tatsächlich ein Problem. Jetzt, wo du solche mehr Informationen lieferst, die Seite HTTPS, die hatte HTTPS und die Agentur, die das gemacht hat, hat irgendwas umgestellt, glaube ich, in der Zwischenzeit. Stimmt. Jetzt hat sie die wieder nicht. Und genau. Also das konnte das mal, dann kann es jetzt gerade nicht, dann wirst du demnächst wieder können. Müssen wir direkt mal eine E-Mail. So, ich mache jetzt einen Screenshot von diesem Verlauf. Hoffentlich schreibt jetzt nicht zu viele Leute gleichzeitig. Oh Gott, ich muss schnell sein. Ja, bitte. Ich möchte unbedingt den Prototypen der Bärchen. Bärtierchen-Handtasche sehen. Ja, unbedingt. Ich möchte den auch sehen und ich möchte dann eventuell auch eine bestellen. Bärtierchen-Handtaschen for life. Ja, gibt es noch irgendwelche inhaltlichen Fragen zu irgendwas mit Meeren? Also wir haben heute das Thema Walrosse in der Nordsee behandelt. Es gibt ein männliches und ein weibliches Walross. In der deutschen Nordsee ist das weibliche Walross unterwegs an den ostfriesischen Inseln. Und dann gibt es noch Wally, den Bootszerstörer, Walrossmann, der jetzt auf dem Weg nach Island ist oder schon in Island angekommen mittlerweile. Der immer mit Sound verjagt worden ist, weil er eben Boote kaputt macht. Was hatten wir noch? Wir haben über das Citizen Science Projekt geredet mit den Algen. Genau, falls jemand später mal nachgucken kann, was am Anfang los war. Ja, die haben sich aber schon wieder gesetzt. Ja, ja, ich hab die geschüttelt vorher, aber jetzt ist. Da sind ja richtig viele drin. Also wirklich, bei mir sahen die nicht so gut aus, Julia. Bei mir war es nicht so schön. Ja, ich habe einen grünen Daumen. Absolut. Mit Cyanobakterien. Mhm. Wie gesagt, ich bring dir welche mit. Gerne. Ganz gerne. Nach hin. Sie stinken auch nicht. Ich weiß, das Problem hatte ich nicht. Aber ich, Sie kennen die Hamburger Abwassergesellschaft mittlerweile ganz gut. Die haben das braune Grün gemacht, um zum Thema Wahlprogramm noch was zu sagen. Das ist irgendwie so eine Cyanobakterien Blüte in der Hamburger Kanalisation ausgelöst und jetzt wird... Das war mein Wahlprotest. Alles verstopft. Ah. Ja, Stimmt, Nikolas hat, er auch mitgemacht bei dem Citizen Science Projekt. Stimmt. Hat Nikolas dazu irgendwas gesagt? Hat er was erzählt davon? Er hatte auf jeden Fall auch mitgemacht. Stimmt. Ah, ja, geil, sind das die Algen, die bei mir kommen? Ja. Genau, das sind diese Algen. Ach, sie haben es auch nicht hingekriegt. Ja, ich habe sogar zwei. Die schauen top aus, du musst sie nur ein bisschen schütteln.
Ja, Dann sind die aber ich super. glaube, Nico hatte da tatsächlich mehrfach darüber berichtet, dass es bei ihm so me mittelmäßig läuft. Ja, nee, also selbst bei mir hat es lange gehalten, aber ich habe dann aufgegeben, weil ich brauchte eigentlich Referenzbilder, denn meine Algen sahen auch nicht so tippitoppi aus wie die von Julia. Und ich habe sie irgendwann entsorgt. Ich habe keinen Bock mehr auf Algenpflege. Ich bin genug bedient mit meinen anderen Grünpflanzen hier. Geil. Ja, aber vielleicht echt zu viel Licht, weil ich hatte dann auch, ich habe so ein kleines Fläschchen genommen und habe das bei mir so auf dem Balkon gestellt, das ist so wintergartenmäßig. Und denen ging es überhaupt nicht gut da. Und die sind quasi, also die haben überlebt, aber die sahen auch nicht gut aus. Also es war nur so ein bisschen. Und ich hatte die so drinnen und nicht direkt am Licht. Und ich glaube, das war vielleicht eine ganz gute Stelle einfach. Also ja, denen geht's top und ich lasse die da einfach nur stehen, hauptsächlich. Ja, marine Meeresbiologin, also marine Meeresbiologin ist doppelt gemoppelt. Ja, Du die können meinst. das. Marine Mikrobiologin, so hört sich's besser an, ne? Ja, das ist das Richtige. Oh Gott, er hat Leichen gezeigt. Nico hat Die, ja, Algen, Bakterienleichen gezeigt. Algen, ja, Bakterien, ja. Es sind keine Algen, es sind Bakterien. Ja. Sie haben auch in diesem Experiment immer von Algen geredet und ich habe es mir auch so angewöhnt, aber es sind eigentlich keine Algen, es sind Cyanobakterien. Es sind Cyanobakterien, nicht auch die Viecher, die irgendwas zum Umkippen bringen, in großen Mengen, Ja, so können, also, Badeseen. ja, manchmal. Dann haben wir sowas in Hamburg auch im großen Stil, dann brauche ich das nicht noch bei mir zu Hause. Ja, genau, so Algen oder Cyanobakterien, genau. Zu viel UV-Strahlung im Wasser kommt ja auch weniger an, oder? Ja, also es kommt halt immer auf die Art an, wie die angepasst sind, ne? Also ob die irgendwie Schutzproteine da haben, dagegen haben oder nicht. Also es ist so, wie du auch bei Pflanzen hast, ja auch Pflanzen, die schattig stehen sollen oder voll in der Sonne und Werden hier jetzt also, so Business-Ideen ausgetauscht ach gerade? so, ja, ich war gerade so, was? Also, nee, ich mache kein Hydroponic Research. Ja, ich glaub auch, dass Ästhetik-Mayhem haben gerade ein bisschen zu viel am Bier genuckelt hat. Was für ein Bier ist es denn? Also Weiß ich nicht. ich kann dieses Malzbierartige empfehlen. Hast du eigentlich noch Bier, Julia? Nee, mein Bier ist Was ist alle. denn da los? Ja, ich habe nur eins gekauft. Oh, war das wieder so eine Aktion, wo du Das war vorher richtig dumm. rausgerannt bist zum Kiosk, um dieses eine Bier für den Stream zu Ja. kaufen? Ja, exakt, das war's. Deswegen habe ich doch gesagt, so, oh, wir müssen doch schnell Bier kaufen gehen. Ja. Plankton, ja, wir können, also Plankton kann man das auch nennen. Phytoplankton. Wenn es Photosynthese betreibt, ist es Phytoplankton. Also Algen und Bakterien, die Photosynthese betreiben, sind Phytoplankton. Und der Rest ist Zooplankton. Genau. Und Plankton ist quasi alles, was klein ist und im Wasser hängt und sich quasi von der Strömung und Wind mitgerissen wird und sich nicht selber aktiv dagegen entscheiden kann. Aesthetic Mayhem gibt an, der macht sein eigenes Bier. Also Julia macht in Algen, Aesthetic Mayhem Ich. macht in Bier. Ich mache Handpuppen. Handpuppen. Ja. So hat jeder seins. Ja, Whitbeat, das sind doch auch, die sind verantwortlich, dass man Meeresfrüchte zu bestimmten Zeiten nicht essen sollte. Ja, das sind aber auch wieder andere Algen, das sind Dinoflagellaten, das ist die sogenannte Red Tide oder rote Tide. Das sind Dinoflagellaten, die Toxine entwickeln, die tatsächlich tödlich giftig sind. Und genau, und wenn diese roten Tiden da sind, dann kann das eben, also dann kannst du genau Meeresfrüchte nicht essen oder auch teilweise Fisch nicht essen, weil die Fische eben die Algen fressen und dann sammelt sich das Gift in den Fischen und dann kommt es da tatsächlich immer wieder zu Todesfällen. Das stimmt voll. Tödliche Meeresfrüchte statt tödliche Pilze oder schlecht schmeckende Pilze. Ja, Bitterling shit. gibt es übrigens auch als Fischart, ne? Ich Jetzt, wo weiß, du. ich glaub, der richtige Name von dem Pilz ist auch Gallenröhrling, glaube ich. Ja. Weil Bitterlinge sind nämlich also so Süßwasserfische, die Ja. ihre Eier in die Muschel, also in die Teichmuschel legen und die Teichmuschel wiederum legt die Eier, also ihre
ja, ihre Eier in die Kiemen der Bitterlinge. Und so machen die so eine Symbiose, weil die sich gegenseitig davor schützen, dass die Eier aufgefressen werden, beziehungsweise immer nur an einem Ort rumliegen, weil ja Mollusken erkenntnismäßig nicht so die mobilsten Tiere auf unserer Welt sind. Was sagt dein Techniker im Hintergrund? Du guckst gerade so. Willst du noch ein Bier? Sehr süß. Ach, Marius, wenn wir dich nicht hätten, ja? Wenn wir Marius nicht hätten, der im Hintergrund diskret in Erscheinung tritt, um Dinge anzureichen oder die Technik zum Laufen zu bringen, dann wären wir heute richtig schön am Arsch. Also, großen Dank an den Freund von Julia. Nicht nur heute. Ja, nicht nur heute. Aber ich meine, aber diesmal ist das erste Mal, dass es ohne Ruckeln läuft, ne? Das ist wirklich, ey, das ist Bombe. Also, ihr hättet hier Sachen erleben können. Wir haben Streams auf YouTube, die wollt ihr euch nicht angucken. Die kann man nur als Podcast genießen. Ja, also, wenn ihr schlechte Qualität sehen wollt, wir haben es dann drauf. Können wir es. Vor allem in den, alle Sendungen ohne André. Da sind wir in der Qualität ganz weit unten. Außer heute. Wir haben uns irgendwie gefangen. Keine Ahnung, ob das Netz besser ist in Bremen als je zuvor oder ob es ein Vorteil ist, dass ihr an einem Ort seid gerade oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ich hätte jetzt gerade fast die Algen getrunken. Also nehmen wir oh Gott. Man nehme ihr die Algen weg. Du sollst sie doch nicht trinken. Du musst vorher die Qualität testen. Ja. Das nee. Ich glaube, ich glaub, es schmeckt nicht so gut. Nein. Ja, haben wir denn noch Content? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich sind wir schon seit einer Stunde durch. Oder so. Ja, ich bin auch echt mit Content am Ende. Wir sind unser Vorbereitetes ist durch. Das Vorbereitete sind wir echt schon seit einer Dreiviertelstunde durch. Ich kann euch noch eine Plastik-Gimmick-Schabe zeigen. Geil, es kommt sofort, hier werden sofort Themen rausgeballert. Lockdown-Auswirkungen auf die Meere hatten wir auf jeden Fall grob ganz am Anfang, weil es um Orcas ging und man sich nicht sicher ist, ob die Orcas jetzt Schiffe, also eine Untergruppe von Orcas, eine Rowdy-Orca-Gruppe, die vor Spanien rumhängt, ob die jetzt gerade auf Schiffe etwas aggressiv reagiert, weil jetzt mehr Schiffe wieder da sind nach dem Lockdown. Ist aber nicht sicher. Ja, wir haben da vor der Sommerpause, glaube ich, auch in dem Stream darüber geredet, weil ich da ein Paper gefunden habe, das ganz interessant war, wo es darum ging, wie sich der Lockdown eben auf die Umwelt ausgewirkt hat, weil man ja eben so viele Berichte gehört hat, wie irgendwie in Venedig springen jetzt Delfine durch die Kanäle und, und so Spaße. Genau, da hat sie den Paper das irgendwie so ein bisschen angeguckt und die haben natürlich positive Effekte gesehen, also zum einen, weil man eben genau diesen Lärm nicht mehr hat und so und dann Ruhe ist im Meer, aber tatsächlich gab es auch negative Auswirkungen und zwar durch den fehlenden Tourismus, weil man eben viele Projekte hat, also Naturschutzprojekte, die vom Tourismus leben, also gerade auch so Nationalparks oder sowas, wo eben viel Geld durch Tourismus eingebracht wird und die Touristen waren weg und das Geld war weg. Und das hat bedeutet, dass Leute entlassen werden mussten, meistens Ranger. Das heißt, es konnte weniger aufgepasst werden auf die Tiere und dann natürlich auch dadurch, dass so viele Leute ihre Jobs verloren haben und kein Geld mehr hatten, ist die Wilderei halt auch hochgegangen. Und das heißt, man hatte dann eben in vielen Gebieten durch den Lockdown, durch den fehlenden Tourismus fehlende Gelder. Und dadurch ist tatsächlich die Natur mehr zerstört worden, als sie geschützt wurde. Genau, und das fand ich ein sehr interessantes Paper und auch interessante Auswirkungen, auf die ich so auch also vorher jetzt nicht unbedingt so nachgedacht hätte drüber. Die Stille beim Lesen von tausenden von Kommentaren. Ja. Aber ja. Algenvegetation in der Natur? Ich weiß da auch nicht so viel. Ich weiß, dass es mal versucht wurde, so, dass so Algen an den Hauswänden und sowas wachsen zu lassen. Ich weiß, dass es so Algensäulen gibt für die Innenstädte, um CO2 aufzufangen. Und es funktioniert anscheinend ganz gut. Aber die haben erst so ein paar so Testsäulen. Aber es funktioniert anscheinend ziemlich gut.
Fock Affe kommt mit Qualitätscontent. Wir sind wieder bei den Möwen. Die haben im Lockdown gelitten, aber, weil sie keine Touristenfischbrötchen haben. Aber ich glaube, also jetzt mal ohne Joke, ich glaube, das stimmt. Ich fürchte es auch. Glaube, die haben wirklich gelitten. Und ich weiß nicht, ob ihr die Videos von den Affen gesehen habt, irgendwo in Thailand oder sowas, die dann so Leute angegriffen haben nach Essen, weil die halt eigentlich auch immer von den Touristen gefüttert wurden und die Touristen waren weg und die Affen waren am Verhungern. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Möwen wirklich gelitten haben, weil die Touristen gefehlt haben. Und dann sind wir auch ganz schnell wieder bei den Orcas, dass die vielleicht Orcas gelitten haben. deswegen die Boote angreifen. Ja, vielleicht haben die Möwen deswegen, waren sie so verzweifelt, dass sie selbst die Bücher klauen. Ja, das war das Thema, als ihr gerade alle in diesem Raid hier eingefallen seid. Da waren wir bei den Möwen und dem Buchklauen auf Langeoog. Auf Langeoog passiert viel mit Möwen, nicht wahr? Nee, das war nicht auf Langeoog, hat sie den Tabak geklaut. Ach so. Aber das war wahrscheinlich das Letzte, was sie in ihrem Leben geklaut hat. das war auf dem Dachs. Auf dem DAS klauen sie Bücher, das ist intellektuell. Und auf Langeoog sind die Drogenmöwen unterwegs. Ja, Möwenpick. Mayhem, du wolltest doch schon lange weg sein. Was ist denn hier? Schon Minuten drüber. Geht Marius jetzt Bier holen? Nee, ich weiß nicht. Auf und davon. Ich glaube nicht. Das ist unser Techniker. Das heißt, wir können den Stream überhaupt nicht abstellen. solange er nicht zurückkommt, müssen wir weitermachen. Oh, okay. Ich guck mal nach meiner Kakerlake, wenn du willst. Ich habe noch ein paar andere Tiere. Ich habe, falls hier jemand... Egal, red weiter. Ich habe... warte mal. Oh Gott. Ah ja. Ui. Was war Oscar? Oh, geil. Wo kommt das denn her? Boah, das war aber schnell. Das ist der Vorteil, wenn man einen Kiosk direkt neben der Haustür hat. Ich habe Kakerlaken. Oh, das ist eine Kakerlake? Ah, das soll eine Kakerlake sein. Es ist von diesem, es gibt einen Hamburger Handpuppenhersteller und die machen diese Art von Kakerlaken. Ja, von das vorne sah es irgendwie aus wie eine Kaulquappe, oder? Kaulquappen? Naja. Also dann gestern hat ein Kind gesagt, dass diese Kakerlake aussieht wie eine Schildkröte. Das fand ich sehr süß. Aber ich habe hier unten, ich habe meine Bettwanze. Kennst du meine Bettwanze? Das ist Harold. Sie ist auch selbst gebaut, aber nicht von mir. Ich habe gemischte Gefühle. Ja, ich verstehe das. Harold hat auch einen schlechten Kaumuskulatur, also so einen Unterbiss. Aber die Illustratorin von meinem ersten Kinderbuch, das heißt Reiseführer für Tiere, das basiert absolut nur auf Papern. Ich habe es Reini geschenkt und er hat es an Nico weitergegeben, weil nur Nico die Kinder hat. So viel zu meinem Buch-Content. Oh, ich hab Reini mein Buch auch geschenkt, der hat es auch nicht gelesen. Ja, das ist schlimm. Aber ich habe Reini ja auch jemanden geschenkt. Das ist okay. Im Bücherregal, ich habe das Buch von Reini und das fand ich total süß, da hat hinten Danksagen drin, da stehe ich sogar drin in dem Reini-Buch. Stimmt, habe ich gelesen. Ja, wir haben ganz, wir hatten in der Produktionszeit dieses Buches, haben wir ganz viel telefoniert immer. Und die Bettwanze kennt er eventuell auch. Sie heißt Harold. Sie fliegt nur erster Klasse, weil es da wärmer ist. Aber ich wollte ja eigentlich zur Kakerlake durchdringen. Marius, ich habe hier auch Grüße ausgerichtet vom Chat. Der Service, eine ich werde beneidet um den Service. Das ist wirklich auch super. Ich habe bei Tiger, kennt ihr Tiger? Das ist so ein Gerödelladen. Die ist leider, die Batterie ist alle. Aber ich habe letztens ein geiles Video davon gemacht. Ich habe eine Lesung gemacht. Das ist eine Fliege, die man mit Fernbedienung steuern kann. Und die kann vorwärts gehen und dann leuchten ihre Augen so leicht rot und die Beine bewegen sich sogar. Und die kann eine Rechtsdrehung und geradeaus. Also so kann man die steuern. Aber die Batterien sind alle. Deswegen kann ich die jetzt nicht vorführen. Das haben die Kinder gestern kaputt gedaddelt. Ich bin also immer noch nicht bei der Kakerlake angekommen. Meine Kakerlake. Das hier ist eine nicht definierte Wanzenart, aber keine Bettwanze. Ich habe so viele tolle Plastik. Die Wanzen, die immer so an der Scheibe sitzen. Die Fernbedienung? Ja, die Stinkwanzen auch. Und
Scheiße, wo ist denn meine Kakerlake? Das sind die. Das. Nee, das sind die Würmer. Scheiße, wo ist denn meine Kakerlake? Ja, gerade nicht. Hoffentlich hat nicht gestern irgendjemand aus Versehen die Kakerlake adoptiert. Oh, hat sie sich ein neues Zuhause gesucht? Nee, hoffentlich nicht. Ich habe einfach keine Ordnung in den Sachen. Das ist es eher. Hier habe ich nämlich, die könnte hier auch sein. Ich habe eine grüne Spinnenlichterkette. Auch sehr schön. Nee. Ich finde sie gerade nicht. Die ist sicher. Irgendwo unter dem Kühlschrank. Haha. Das ist eine richtig gute, die hat die Größe von einer Fauchschabe. Ich bin überfordert. Ja, such mal nach dem Stream nochmal in Ruhe. Genau, also sorry. Das war die Kakerlake, die ich ganz, ganz großartig über Mickey Mouse Heft adoptiert habe. Hier ist sie. Hier ist sie. Die schaut ziemlich echt aus, oder? Ja, die ist gut, ne? Ja, ne, ja. Das war das echt ein Schnäppchen. Totale Schnäppchen. Ich fand sie auch super. Also sie ist so von der Größe her so handflächenmäßig. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ich habe auch noch eine normale Ameise. Was man so hat als Kinderbuchautor. Aesthetic Mayhem, immer noch da. Ja, also er ist... Er kommt nicht klar. Ja, es werden, also das Coole an Kakerlaken ist, die können tatsächlich so gut wie alles fressen, weil die in ihrem Magen-Darm-Trakt irgendwelche, ich glaube, es sind Bakterien beherbergen, die Dinge runterbrechen können. Ja. Und wenn ich hier das Licht ausmache, kommt keine Kakerlake hervorgekrochen. Nein, du sollst sie suchen. Ich habe sie ja sogar schon gefunden. Aber sie war lichtscheu, du hast recht. Sie wollte nicht so genau. Aber Inga, wie ist denn das mit den Kakerlaken, mit diesem Gerücht, dass man sie nicht tottreten kann, weil sie so einen krassen Panzer haben? Keine Ahnung, müsste ich nachrecherchieren. Was ich dazu sagen kann, ist, dass sie zwei Gehirne haben. Dass sie, ja, sie haben zwei Gehirne. Sie haben, sie laufen so durch die Gegend, dass sie so eine Art Helm tragen. Das heißt, die sind relativ unkoordiniert in ihrer Bewegung, wenn sie flüchten. Die können pro Sekunde 25 Richtungswechsel oder sowas machen. Müsste ich nachgucken. Ich bin jetzt leider viel, zu betrunken. Viel, auf jeden Fall ja, viel. Ja, extrem viel. Sie können extrem viele Richtungswechsel machen und genau, und sie stoßen sich nicht ihre beiden Gehirne an, wenn sie irgendwo gegenlaufen. Das können die auch nicht mehr so richtig kontrollieren, wenn sie erstmal auf der Flucht sind. Was gleichbedeutend ist, mit die anderen kriegen das auch nicht mehr hin, sie zu verfolgen, weil wenn keiner weiß, wo die hinlaufen, dann haben die gewonnen. Im Fluchtverhalten. Egal, meine ganzen Sachen liegen da unten auf dem Boden. Ihr möchtet nichts sehen. Ich habe hier einen guten Bildausschnitt gewählt, da sieht es noch ordentlich aus. Ach, ja. Ja, das ist immer so, alles auf die Seite schieben, wo die Kamera nicht ist. Ja, so funktioniert das doch mit Zoom und Homeoffice und so. Ja, nachdem wir nicht ein Greenscreen haben, wo man schnell so... Ich finde, das Geilste ist, wenn man sich so diesen Hintergrund schick macht, das gibt es ja ganz oft bei Zoom, und du hast dann so wie ich jetzt diesen Kopfhörer auf, dann wird das ja alles gerendert und dann dahinter dir ist irgendwie, keine Ahnung, der Pazifik und blauer Ozean oder ein Regenbogen. Aber hier diese Lücke, da siehst du immer noch, was im Raumhintergrund für einen Müll rumhängt. Das wird halt nicht rausgefiltert. Kann man immer nachvollziehen. Also detektivische Arbeit. In welcher Umgebung befindet sich die Person, die gerade streamt? Ah, Olaf klärt mich gerade auf, dass man auf Kakerlaken, dass er nur kennt, dass man nicht drauf treten soll, weil sonst die Eier an den Schuhen kleben bleiben und man dann die Eier verteilt. Ja, das hört sich nach sinnvoll an. Auf Kneipentour kommt immer der Dugong nur mit. Der macht dann Dugong-Orakel für alle und schnackt vor allem auch alle an. Wir werden ja gerne mit einem Junggesellenabschied verwechselt, vor allem von größeren betrunkenen Männergruppen,
weil wir ja nur einen Mann, also André und den Dugong, der wird aber nicht als Mann erkannt, dabei haben. Und das heißt, es ist immer sehr witzig. Wir werden viel verwechselt und mit einer Handpuppe und einem Schild, auf dem Uso, Pupse, falsche Eier steht, gerne irritiert angeguckt. Und das macht dann, dass wir die Leute auch ansprechen, um zu fragen, warum die so irritiert gucken. Oder der Dugong quatscht die an. Das ist eigentlich meistens der Hooker, Hookup. Der Dugong kann gut Leute anquatschen. Ja, wenn er was kann, dann das. Er ist sehr menschenfreundlich. Aber er lebt ja auch umgeben von Menschen. Also im ersten Kinderbuch, ich habe den gebaut, weil ich ein Kinderbuch eben, hatte ich ja eben schon gesagt, mit dem Namen Reiseführer für Tiere geschrieben habe. Und da geht es um Tiermigration. Und da habe ich herausgefunden, dass eine Gabelschwanz-Seekuh, also ein Dugong, ganz alleine auf den Kokosinseln lebt. Das ist 1000 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Und das ist sehr außergewöhnlich, weil Dugongs eigentlich in Kleingruppen unterwegs sind und sich eher nicht vom Festland so weit entfernen. Und das ist grau und dick und relativ proportional einfach zu bauen, dachte ich als Puppe. Wurde dann eines Besseren belehrt. Das ist die zweite Variante. Und so kam dann das Tier mit auf Science Slams und auch zu Julia und André und zu Reini. Reini und ich haben mal eine, ich kann leider Heilbronn und Hildesheim nicht unterscheiden, aber es ist einer von den Orten, der weiter von Hamburg entfernt ist und da, wo Lidl ist auch. Lidl und eine eigene Lidl. Also Heilbronn. Ja, siehst du? Oder ist es Hildesheim? Ich kann es nicht. Ich weiß es nein, nicht. Heilbronn. Gut, also da waren Reini und ich zusammen und haben eine Kinderuni mal gemacht. Und der Dugong war auch dabei. Da, wo wir den ersten... Ja, ich weiß es. Ja, genau. Da waren wir nämlich bei dem Eisladen, wo Reini und ich auch dabei waren. Da war er noch total irritiert, als ich hier, guck mal, ich bin wieder da. Wo bist du? Ja, da, wo wir auch waren. Ich muss hier gerade noch mal kurz, Heilbronn, ja, wird hier bestätigt, sehr gut. hier im Chat kam eine Frage, ob Kakerlaken Plastik verdauen können. Und das wollten mehrere Leute wissen. Ja. Ja, die können Tapeten, die können so gut wie alles versauen und verdauen. Kleiner Sprachfehler. Ja, die haben irgendwie so ein in ihrem, ach Mann, ey, warte. Ich habe mir doch mal Notizen gemacht. Die Aktion mit dem Helium, nee, das war in Flensburg. Das mit dem Helium war in Flensburg, ja. Da gab es eigentlich, und Reini bestreitet, dass er diese Videos noch hat. Da haben wir ganz viel Helium-Quatsch gemacht. Vielleicht habe ich die noch. Das wäre die Lösung. Das muss ich mal gucken. Aber witzig, der Abend mit dem Helium, Inga, da haben wir uns... kennengelernt. Und, also ja, da habe ich Inga zum ersten Mal kennengelernt, da habe ich auch Rainer zum ersten Mal kennengelernt. Ja. Ja, stimmt. So. Aber kurz zu den Kakerlaken mit dem Plastikverdauen. Können Sie das wirklich verdauen? Also weil ich... Ich kenne eigentlich nur quasi das Neueste, das erste Mal, dass das jetzt im Darm festgestellt wurde, dass Bakterien wohl Plastik abbauen können, ist in Kuhpansen. Okay. Ich habe mir leider nur notiert, Bakterien im Verdauungstrakt bei meiner letzten Recherche. Das reicht nämlich für Kinder. Bedarf weiterer Recherche, sage ich mal. Ja. Auf jeden Fall finde ich noch, die würden auf 100 Meter, also für einen 100 Meter Lauf brauchen sie 4 Sekunden, wenn sie so weit jemals laufen würden. Und und haben immer 3 der 6 Beine am Boden. Ach so. Ja. Nee, sorry, das Yugong ist ein Pokémon. Ja, aber das hat mir ein Kind letztens gezeigt und das Yugong ist tatsächlich wahrscheinlich an so eine Mischung aus Dugong und Manatee angelehnt, weil Dugongs und Manatees sind beides Sirenen, zur Familie der Sirenen. Mhm. Und die Dugongs sind die Salzwasserfraktion und in Asien beheimatet, also rund um Australien und so Indonesien, Malaysia und so. Und auch, glaube ich, vor Afrika noch. Und dann gibt es die Manatees, die sind in Florida, also Amerika, und sind eigentlich eher in Brackwasser und in Flüssen unterwegs. Und ich glaube, dieses Dugong, dieses Pokémon, ist so eine komisch bizarre Mischung aus beiden mit verschiedenen Stadien. Aber ich kenne mich mit Pokémon so gar nicht aus.
bin nur belehrt worden, als ich letztens bei Freunden war, die von, sich damit von den Kindern. Die Kinder haben dir das erklärt, ja, die wissen das sicher besser. Ja, genau, richtig. Aber ich habe mir nicht alles gemerkt. Ja, mit den Kühen, ja, also das war jetzt ein neues Paper, das kam irgendwie erst so vor ein paar Wochen. Also nicht die Kühe selber, sondern quasi Bakterien in ihrem Darm können wohl bestimmte Plastikarten abbauen. Ja, das ist gerade eine neue Erkenntnis. Also es gibt, also dass es Bakterien gibt, die PET abbauen können, wissen wir jetzt schon seit 6 Jahren. Ich glaube, vor 6 Jahren wurde das entdeckt. Also es ist nicht ganz neu. genau, und mittlerweile findet man da jetzt doch immer mehr, was das kann. Aber es ist immer noch jetzt nicht die Plastikproblemlösung, leider. Und warum, Inga, warum ist diese Helium-Story so bekannt? Ja, das weiß ich nicht. An uns liegt es nicht, weil ihr seid die 500, die zu uns gekommen sind. Ja. Ich hab, also ich weiß auch gar nicht mehr, was habt ihr... Also man muss dazu sagen, wir waren auf dem Science Slam. Ja. Das waren Inga, ich, André, der jetzt heute nicht da ist, und Reini, wir waren nur zu viert im Science Center in Flensburg. Oh, und dann waren aber noch 2 andere dabei, die auch aufgetreten sind, aber die mit uns nicht so viel dann gemacht haben. Da war noch eine Schneckenfrau. Oh, war da nicht noch die Schneckenfrau? Ja, nee, hast du recht, stimmt, da war noch eine Schneckenfrau. Ja, hast du vollkommen recht. Und, okay, und der Politikwissenschaftler. Ja, stimmt, aber irgendwie wollten die nicht mit uns abhängen, keine Ahnung. Nee, und die waren zu cool. Nee, ich glaube, die waren aus Flensburg und ich glaube, die hatten da Freunde. Nee, die und waren nicht halt... Nein, die hatten andere Sachen zu tun. Die waren nicht aus Flensburg, nee. Die Schneckenfrau wollte Geld für ihr Projekt bekommen und der Politikwissenschaftler wollte Alkohol trinken. Glaube ich, primär. Okay. Aber ich weiß nicht, da gibt es ein YouTube-Video. Ich glaube, wir reden über verschiedene... Ja, es gab ein... Danke, WeirdBad3@, ich weiß nicht, wie man es sagt, aber dieses einschlägige YouTube-Video. Ich frage Reini seit Monaten, Wochen, Jahren, seit langer Zeit, wo dieses YouTube-Video ist. Und er sagt immer, nee, weiß ich nicht, wo das ist. Nee, kenne ich nicht, finde ich nicht mehr. Wo ist das? Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall waren wir halt betrunken. Wir waren im Science Center. Und die Heliumflasche ohne Aufsicht. Unbetreutes Science Center-Erlebnis. Und wir hatten halt Helium. Und dann, ich weiß gar nicht, was habt ihr denn gelesen? Wir haben Goethe rezitiert. Ja, aber was? Weiß ich nicht mehr. Was, Goethe? Ich glaube, es war Goethe. Ja. Ich weiß nicht mehr. Das Schlimme war, die Jungs konnten das. Ich musste nachlesen. Also zumindest zum Teil konnten wir das. Ja, ich weiß. Wir haben echt viel Quatsch mitgesprochen. Genau. Ja, kannst du mal gucken, ob du das noch hast? Ich glaube, ich habe mit euren Handys gefilmt. Ich glaube, es war Reinis Handy. Und Reini hatte das, der hat es auf einem privaten Kanal mit nur Zugang und dann hat er es irgendwann wieder gelöscht, angeblich. Ja, okay. Und also deswegen findet er es nicht mehr. Ich hatte damals noch kein Smartphone. Ich kann es gar nicht gefilmt haben. Ja, ich glaube, Reini hatte das. Ich kann mich auch total gut daran erinnern, aber ich hatte schon Smartphone. Ich hatte ein Smartphone, aber ich habe mir das Video nie runtergeladen. Und das war der Fehler. Okay, der Dugong wird auch so ausgesprochen. Ich gucke mir den gerade an. Der schaut aber eigentlich eher aus wie ein Walross. Ja, es ist eine komische Mischung. Es ist eine kreative Variante von einem Meerestier oder ja, so. Weil hier heißt es, dass der ein Eis-Pokémon ist und dass das ja nicht passt, wenn der Dugong im warmen Wasser. Ich glaub. Ja. Gibt es nicht so einen Cache? Ich meine, ich bin echt schlecht mit Internet. Man müsste doch alte Videos irgendwo wiederfinden können, oder? Sind hier nicht Nerds? sowas auskennt? Findet doch mal dieses Video wieder. Ich würde es sehr gerne haben. Ja, nee, Reini ist nichts peinlich, doch viel. Peinlich. Aber genau, ich glaube, es war Goethe. Ich weiß es aber nicht. Ich dachte, es war irgendwas Klassisches. Schiller? Was, die Glocke von Schiller? Das war irgendwie in meinem Kopf. Aber es war was Klassisches, sagen wir so. Ja, es war irgendwas, was man im Deutschunterricht auch machen musste. Genau. Das Video heißt, man sollte Gasflaschen nicht... Ja, das, ich erinnere mich an sowas. Ich weiß auch noch, ich kenne die Situation. Wir haben auch dann danach noch irgendwelche das war ja in der Phänomenta in Flensburg, irgendwelche Sachen ausprobiert. Also Fahrgeschäfte kann man es grob nennen, aber es sind eigentlich Mitmachexperimente, wo man sich selber hochzieht über Flaschenzüge und so. Ja, aber es gibt, Tomcat, es gibt ein Video, wo Reini, André und ich nebeneinander sind. Und das war auch im Privat, also es hat er nur privat geteilt damals. Naja, aber war auf jeden Fall ein sehr witziger Abend. Ja, es war ein cooler Abend.
Das war quasi der Start von fast allem Chaos, was wir hier machen. Also jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, weil es gibt so eine stille Post, die man machen kann. Also ihr kennt ja das Prinzip von stiller Post, dass irgendwelche Leute irgendwas sagen und der Nächste hört das dann und erzählt, was er meint, gehört zu haben. Das gibt es aber auch mit Zeichnen und so. Da gibt es irgendwelche komischen Programme, deren Namen ich nicht erinnere. Julia hat es mal vorgeschlagen und das wollten wir mal mit Das war halt mit ein Trend auf Twitch. Auf Twitch haben es alle gespielt. Ach so, ja. Siehst du, jetzt ist schon wieder out, aber es war auf Twitch ein Trend, haben es alle gespielt. Als es ein Trend war, haben wir gedacht, wir können das doch mal mit Reini und Nico spielen. Und das sind also auf einer Wissenschaftsbasis ein bisschen. Also nicht total, aber ja, aber es hatte keiner Zeit offensichtlich, sonst hätten wir es schon gemacht. Und dann hat André mal versucht, Nico daran zu erinnern. Und seitdem ist, glaube ich, bei euch immer so ein, wie nennt man das? Ein Gag, der immer wiederkehrt. Running Gag. Mein Gehirn lässt schon nach, es ist einfach zu spät. Ja, ein Running Gag, dass sich Nico mal meldet bei uns. Falls ich ganz vorwurfsvoll sagt ihm das mal. Ja, sagt ihm das mal. Soll sich mal melden. Alle schreiben es gar nicht die Phone. Ja, genau das. Mm. Das Spiel meinen wir. Das wollten wir immer mal mit den Jungs spielen. Müssen wir immer noch machen, auch wenn es nicht mehr Trend ist, aber. Oh, ich glaube, wir haben auch ganz, ganz lieb gerade eine Info gekriegt. Hier, irgendwer hat doch gerade hier in die Lobby was geteilt. Kosti hat das Video geschickt, das Helium-Video. Dankeschön. Ja, genau. Aber da gibt es noch ein anderes Video von. Also eins, wo alle drauf sind, auf jeden Fall. Aber kein Mensch weiß, wo das ist. Das hilft uns natürlich jetzt auch null weiter. Naja. Das ist eine schöne Erinnerung, Inge. Du musst einfach die Erinnerung in deinem Kopf behalten. I cherish it in my heart. Big love. Es war ein phänomenaler Abend. So, aber ich glaube, Leute, wir müssen mal... Ja, ich glaube auch. Ich muss morgen früh aufstehen. Ich muss morgen drehen. Ja. Ja, ja, wir haben nämlich hier die Local Celebrity, unseren Fernsehstar, den ihr heute seht, aber morgen ist sie im Fernsehen. Nee. Nein, es kommt dann später. Ist nicht live. So. Hat dann auch weniger Fehlerpotenzial und man kann Dinge nochmal neu machen. Das stimmt. Aber ich muss mal wieder sagen, ZDF, es geht um Klima und du kriegst kein Geld für. Was? Ja. Klima ist für alle da, oder was? Ja, nee, dieses, weißt du, hier werden alle Wissenschaftler bezahlt für, weil sie gegen Klimawandel erklären, was Klimawandel ist und lügen und so. Gar nichts kriegst du. Nix. So, ne? Nicht mal unsere Steuergelder. Aber ich bezahle auch Steuergelder, damit du Geld bekommst, wenn du irgendwas fürs Öffentlich-Rechtliche tust. Das, also, wenn ich was für den Deutschlandfunk produziere, dann kriege ich da Geld für. Normalerweise gibt es Geld, aber... Ja. Tschüss, Olaf. Tschüss. Toll, dass ihr alle da wart. Wir gehen jetzt auch gleich. Ja, wir haben jetzt eine Stunde länger gemacht, als wir wollten. Ja, es hat sich auch gelohnt. Genau, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau. Unser Content war vorbei und das habt ihr jetzt davon. Also normalerweise sind wir da ein bisschen organisierter. Und wir zocken auch, wenn André da ist und so. Ja. Deswegen, wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal streamen. Weil leider gerade bei uns so ein bisschen Chaos ist, aber in der Regel so in 2 Wochen und deswegen macht einfach ein Abo und dann kriegt ihr ja auch ein Pop-up. Oder also sonst. Auf Discord schreibe ich es auf jeden Fall immer rein, genau, auf dem Discord-Server. Genau, oder sonst, wenn ihr uns bei Instagram followt, da ist es auch, oder bei Twitter, oder ja, sonst, wenn ihr uns halt bei Twitch folgt, dann kriegt ihr ja auch ein Pop-up, wenn wir live gehen. Ne? Ja. Ja, genau. Ich sag ja, wir sind spontan, wir wissen es noch nicht. Ja. Also normalerweise haben wir es ein bisschen besser organisiert, aber heute ist Chaos. Wie ihr ja seht, wir haben auch nicht damit gerechnet, dass auf einmal 500 Leute hier auflaufen. Ja. Nein, wir mussten so ein bisschen, weil André kurzfristig abgesprungen ist, mussten wir irgendwie auch gucken, wie wir das machen und so. Und deswegen. Ja, also wenn ihr noch Walrosse sehen möchtet, man sagt übrigens Walrosse,
meistens im Duden und Walrösser. Wenn ihr später zurückspult, werdet ihr wissen, warum ich das sage. Wir haben auch Videos geteilt und so, aber nicht im Stream, sondern per Link. Ja, weil Chaos ist. Ja, aber voll, es war ein sehr schönes cool, Chaos. Dass ihr vorbeigekommen seid und dass voll viele noch voll lang geblieben sind. Voll nice. Ja, richtig cool. Weil, was hat man auch Besseres zu tun am Montagabend? Ja, jetzt musst du eigentlich nur noch Marius Bescheid sagen, dass er diesen Stream auch abstellt. Sonst wird es nie enden, weil wir das nämlich gar nicht machen, sondern... Marius, mach ich Schluss. Ja. Okay, ich, ja. Wir sagen genau. Gute Nacht. Genau, tschüss, gute Nacht. Es war toll mit euch. Danke, dass ihr da wart. Thank you.